So, 8.7.2020, 14.03 Uhr mittlerweile. Der Krankenhaus Digital Summit des Health Innovation Hubs ist eröffnet. Mein Name ist Ecki Oesterhoff, ich bin Direktor Hospital Care. Mein Name ist Julia Hagen, Director Regulatory and Politics im HIH. Wir sind gemeinsam froh, einen Chairman im Health Innovation Hub zu haben, der sich in besonderer Weise auszeichnet, sich um Digitalisierung zu kümmern. Und nicht nur um Digitalisierung, sondern um auch die von Krankenhäusern insbesondere. Das hat er schon bewiesen in Hamburg und wir freuen uns, einmal zu Jörg Lebertin zu schalten. Ja, liebe Julia, lieber Ecki, zunächst einmal allen ganz herzlich willkommen zu diesem Krankenhaus Digital Summit. Ich muss gestehen, als wir das HIH gegründet haben, hätte ich mir vorstellen können, dass die Digitalisierung der Krankenhäuser so sehr in den Vordergrund rücken wird, wie das jetzt der Fall ist. Und das liegt natürlich an der Corona-Krise, die zwei Dinge aus meiner Sicht sehr, sehr klar gemacht hat. Zum einen, in der Not ist auf die Krankenhäuser als systemstabilisierendes Element der Gesundheitsversorgung in Deutschland absolut hundertprozentig Verlass. Eine Riesenleistung. Viel Engagement, viel Kompetenz, aber wenn man ehrlich ist, natürlich auch ein besonderes Talent zur Improvisation. Wenn ich mir das eine oder andere Krankenhaus heute angucke, die Zelte davor für die Corona-Ambulanzen, da ist wirklich sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell entstanden. Gleichzeitig aber ist auch klar geworden, dass die Corona-Krise auch ein Schlaglicht auf das geworfen, was eben noch fehlt. Und das sind belastbare digitale Strukturen, die wir brauchen für Transparenz, für Informationsaustausch und auch zum Steuern von Ressourcen. In der Not hat aus meiner Sicht die Arbeitsgemeinschaft der Intensivmediziner etwas sensationell Gutes gemacht. Im Stillen haben die sich zusammengesetzt und haben eine App entwickelt, um genau dieses Manko, die Steuerung von Intensivkapazitäten, zu lösen. Eine App ist entstanden, die, wenn man sich die genau anschaut, ehrlich gesagt wahrscheinlich so richtig digital noch nicht ist, weil sie doch sehr, sehr viel händische Interaktionen bedarf. Aber immerhin, in der Not ist eine solche Lösung entstanden. Jetzt geht es darum, dass wir diese Improvisationslösungen verstetigen. Und hier ist nun die Erkenntnis gereift und da haben wir nun Glück, dass wir eine Leitung im BMG haben, die durchaus digital affin ist und die sich ja auch in der Vergangenheit, Stichwort elektronische Patientenakte, E-Rezept, App auf Rezept und vieles andere sehr digital orientiert hat, dass diese Leitung begriffen hat, dass jetzt etwas zu tun ist und sich stark eingesetzt hat und erfolgreich eingesetzt hat dafür, dass es Geld gibt im Rahmen des Corona-Zukunftspaktes. Wie viel? Das wird uns Jens Spahn in dem gleich folgenden Video-Statement genau erläutern und nochmal darlegen. Aber es ist erstmal ziemlich viel Geld. Sofern ist eine ganz wichtige Hürde erstmal genommen. Aber jetzt geht es darum, was machen wir mit dem Geld? Und dafür, um da Ideen zu entwickeln, zu diskutieren, dafür ist dieser Krankenhaus-Summit heute entstanden. Und Ecki und Julia und das Team haben eine super Panels zusammengestellt mit den Entscheidern aus dem BMG, mit vielen anderen Beteiligten, um Ideen zu entwickeln. Und insofern möchte ich gar nicht so viel vorweggreifen, außer vielleicht allen den Rat zu geben, sich an dem zu orientieren, was in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen auch schon mal funktioniert hat. Und wir wissen, was wir brauchen, ist einmal Infrastruktur. Da denke ich oder würde ich mir sehr wünschen, so eine Cloud-Lösung für KISS-Systeme, in Analogie im Übrigen auch zur Cloud-Lösung, die wir für die EPA ja anstreben. Und das Zweite, was wir darüber nachdenken müssen, ist, wie können wir Krankenhäuser incentivieren, wirtschaftlich incentivieren, das Richtige zu tun und digitale Outputs zu produzieren. Ich bin mir sicher, wir werden eine super spannende Diskussion haben. Ich freue mich auf diesen Austausch, den Julia und Ecki jetzt gleich moderieren und gestalten werden. Ich darf schließen vielleicht mit einem abschließenden Appell oder einer abschließenden Feststellung. Und das ist die, wir haben jetzt eine riesige Chance, die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur der deutschen Krankenhauslandschaft richtig weit nach vorne zu bringen. Im Übrigen, es fällt es in eine interessante Zeit, weil auch die Industrie sich neu sortiert. Eigentlich sind wir jetzt alle irgendwo auf Neues eingestellt. Diese Chance sollten wir nutzen, nicht nur um für die nächste Pandemie besser gerüstet zu sein. Das wird sicherlich auch der Fall sein. Aber vor allem auch, um die Gesundheitsversorgung im Normalfall in Deutschland weiter zu verbessern. Das ist mein Wunsch und in dem Sinne schalten wir jetzt erstmal zum Video von Jens Spahn, der sagen wird, wie viel Geld er jetzt locker machen konnte im Rahmen seiner Verhandlungen mit der Bundesregierung. Und dann kommt Ecki und Julia und spannende Diskussionen
Und allen erstmal, die beteiligt waren an dieser Stelle, schon mal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden. Wir sehen in dieser Corona-Pandemie, wie stark, wie leistungsfähig, wie robust unser Gesundheitswesen ist. Dazu leisten die Krankenhäuser einen wichtigen Beitrag. Wir haben in den letzten Wochen auch gesehen und gelernt, welchen Unterschied Digitalisierung im Gesundheitswesen für eine gute Versorgung gerade auch zu Pandemiezeiten machen kann. Und nicht nur Online-Sprechstunden gehören dazu oder E-Rezepte, sondern vor allem auch eine gute digitale Ausstattung der Krankenhäuser. Und da glaube ich, sind wir uns alle einig, da geht definitiv mehr. Und deswegen möchte der Bund in den nächsten 1-2 Jahren 3 Milliarden Euro investieren in die digitale Ausstattung der Krankenhäuser. Die Länder werden zusätzlich 900 Millionen geben, also fast 4 Milliarden Euro für das Digitale in den Krankenhäusern. Und jetzt ist die Frage, wie definieren wir das Digitale? Was genau gehört dazu? Worein wollen wir investieren? Was macht wirklich für die Versorgung in den Krankenhäusern und für die Vernetzung in der Fläche und miteinander mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen einen Unterschied? Wo sollten wir den Schwerpunkt setzen? Wie kann man das messen, ob und was und wie gut investiert wurde in das Digitale in den Krankenhäusern? Und deswegen möchten wir Sie bitten, jetzt auch in der Beratung, in der Konferenz, in dem Austausch heute miteinander genau darüber zu reden, wie wir das zusammenbringen, diese großen Wörter, das digitale Krankenhaus, wie wir es konkret machen, vor allem mit Ideen, mit Projekten, aber auch mit Parametern, die man dann in Gesetzestext gießen kann. Auch darauf wird es nämlich ankommen, nicht nur gute Ideen haben, sondern sie am Ende dann auch durch gesetzliche Änderungen gangbar machen. Und dafür wünsche ich einfach gute Beratung, gute Ideen und vor allem dann auch gute Ergebnisse. Vielen Dank und alles Gute. So, und da sind wir wieder live im Studio. Dank an den Minister für diese Worte. Wir haben diese Veranstaltung Digital Summit genannt. Summit könnte suggerieren, dass wir den Gipfel schon erreicht haben. Nun hat der Minister gesagt, in der digitalen Ausstattung der Krankenhäuser, da geht noch was. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was ist das Digitale? Was muss mehr kommen? Wie groß ist die Scheibe, von der sich die Krankenhäuser etwas abzuschneiden gedenken? Dafür sitzt der Ludewig hier. Aber wir haben noch ganz andere Gäste, die ich gleich vorstellen möchte. Zunächst brauchen wir aber mal ein bisschen Housekeeping, damit ihr da draußen wisst, was wir in den nächsten gut 2,5 Stunden vorhaben und ihr euch auch ein bisschen darauf einstellen könnt, wann man sich nochmal einen Kaffee holen kann und wann vielleicht nicht. Wir beginnen jetzt das Programm inhaltlich mit einer Session zu Lessons Learned mit den Gästen, die wir gleich vorstellen. Danach haben wir einen Krankenhausverbund gebeten, doch mal zu referieren, wie sie durch die Krise gekommen sind, wo dort Digitalisierung geholfen hat und wo vielleicht auch noch Wege tatsächlich zu gehen sind. Das machen wir um 15 Uhr. Dann gönnen wir uns eine kurze Pause. Nein, vor der Pause reden wir noch mal über den Digitalstatus der Krankenhäuser. Sind wir so digital, wie wir denken? Wir alle wissen, die meisten von uns wissen, es gibt schöne Grafiken und Untersuchungen. Da ist die Agenda. Vielen Dank an die Regie. In denen sind wir Platz 16 vor Polen. Haben wir das jetzt aufgeholt? Hat Corona uns diesen Vorsprung geschenkt? Was brauchen deutsche Krankenhäuser, um in der nächsten Krise besser dazustehen? Darum kümmern wir uns ab 15.10 Uhr, machen dann die Pause. Steigen dann ein in die Versorgungsrealität 2025, sehr patientenzentriert. Wie ist die Patientenjourney zwischen Universitätsmedizin und dem niedergelassenen Arzt? Wie profitieren Patienten von Digitalisierung und wie zahlen Krankenhäuser darauf ein? Danach müssen wir darüber reden, wie wir Digitalisierung messen. Herr Spahn hat es gesagt, was ist denn dieses Digitale, von dem wir alle vermuten, dass wir mehr davon brauchen? Da gehen wir kurz drauf ein und kommen dann zur großen Schlussrunde wieder mit Teilnehmern aus dem BMG und auch Herrn Leik Dieken von der Gematik und sprechen darüber. Und die Frage mag rhetorisch anmuten, braucht es eine nationale, EPA-orientierte Gesundheitsstrategie? Wir alle vermuten das und wir wollen herausfinden, wie wir da hinkommen und was die Wege sind und am Ende auch, wie das bezahlt werden kann. Es stehen 3 Milliarden Euro im Raum, manche sagen 4 Milliarden Euro im Raum. Die Frage ist, wie können diese Gelder allokiert werden? Was bezahlen wir damit? Wir glauben, dass das Output-zentriert sein muss. Also müssen vorher wissen, wofür wir das Geld ausgeben. Herr Debertin hat es gesagt, eine cloud-basierte KISS-Strategie wäre gut. Standardisierung wäre gut. Wer öfter in den Hub schaltet, kennt diese Kokosnuss. Die steht nämlich für Kokos, für unsere Standardisierungsinitiative. Auch das wird uns helfen. All das wollen wir in den nächsten 2,5 Stunden besprechen.
Jetzt steigen wir ein, quasi erstmal in die Zustandsbeschreibung. Was ist in Corona passiert, zu Corona passiert in unseren Häusern? Hat uns Digitalisierung da geholfen, ja oder nein? Wo fehlt noch etwas? Dazu haben wir großartige Gäste hier. Ich möchte mal rechts von mir beginnen, natürlich Ladies First. Dr. Andrea Grebe, sie ist Vorstandsvorsitzende der Vivantes-Kliniken. Und ich werde in der Folge auch bei allen Vorstellungen auf die langen Titel und die CVs unserer Mitdiskutanten verzichten. Da haben wir nämlich nicht die 3 Stunden Zeit dazu. Wir belassen es quasi beim aktuellen Titel und freuen uns, dass Frau Grebe hier ist. Wer nicht hier ist, sondern uns zugeschaltet, darüber freuen wir uns aber nicht weniger, ist Professor Gernot Marx. Bei dem gönne ich mir sozusagen 2 Titel zu sagen, denn er ist Direktor der operativen Intensivmedizin in der Uniklinik Aachen und ist eben auch President-elect der DIVI, also jener Organisation, in der sich die Intensivmediziner organisiert haben, die diesen DIVI-Bettenplan auf den Weg gebracht haben, der uns jetzt schon geholfen hat in der Krise, auf den wir aber auch nochmal zu sprechen kommen. Aber wir haben noch 2 weitere Gäste. Genau, wir haben noch 2 weitere Gäste und zwar auch virtuell zu uns geschaltet ist Dr. Gerald Gass, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir freuen uns auch, dass Sie dabei sind, virtuell heute bei der Diskussion. Und natürlich freue ich mich, dass Dr. Gottfried Ludewig als Leiter der Abteilung Digitalisierung und Innovation im BMG auch hier heute mit uns die Diskussion bestreiten wird. Bevor wir einsteigen und ich Ecki Österhoff eine erste Frage stellen lasse, hier noch der Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie eine Frage stellen möchten, dann nutzen Sie dafür gerne das Slido-Tool. Slido sehen Sie, dort sehen Sie auch die Fragen der anderen Personen, wenn Sie den Stream nicht im Vollbildmodus schauen, sondern in der Website, in einem kleineren Screen, dann können Sie verfolgen, welche Fragen gestellt werden. Sie können auch dafür abstimmen, welche Fragen Sie besonders relevant finden, damit die Fragen, die das Publikum am meisten interessieren, tatsächlich gestellt werden. Die werden wir hier moderieren und zum passenden Augenblick dann in das Podium geben. Und damit, Ecki, Feuer frei. Genau. Nutzen Sie das. Sie sollen nicht nur zuschauen, wir wollen Sie hier auch einbringen. Das ist uns ganz wichtig. Frau Grebe, das Summit startet mit Ihnen. Wunderbar. Sie stehen hier für die Vivantes. Die Vivantes hat quasi in herausragender Form gestanden für die Versorgung in der Pandemie, für die Menschen und dann eben auch die Erkrankten hier in Berlin. Es sind nicht nur viele Häuser, sondern was Sie nebenbei auch noch gestemmt haben, ist die Ausstattung des, schlimmes Wort, Überlaufkrankenhauses in der Berliner Messe, was wir so in der Form jetzt zum Glück nicht gebraucht haben. Ich würde mich freuen über eine Einschätzung zu, was hat Corona mit der Vivantes gemacht? Wie sind Sie mit der Krise umgegangen? Und vielleicht auch schon mal einen kleinen Ausblick in diesen Tag hinein, wo Wünsche im Digitalen stecken könnten. Erstmal, also das ist ein interessantes Wort, das ist das Corona-Behandlungszentrum Jaffe-Straße als Behelfskrankenhaus eingerichtet. Aber jetzt noch mal drauf zu gucken, wir haben ja neben unseren 8 großen Kliniken mit knapp 6.000 Betten auch Pflegeeinrichtungen. Das war ja eine weitere vulnerable Gruppe von 2.300 Bewohnerinnen und Seniorinnen, die wir eben jetzt auch durch die Krise, durch die Corona-Krise begleitet haben. Das Thema Digitalisierung, ich denke, da rede ich hier für alle Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken, hat zum einen, das ist vielleicht eher banal, Einsatz hier von ja auch digitalen Formaten zur Kommunikation, Videosprechstunden auch für die Patientenversorgung von unseren Ärztinnen und Ärzten in erster Linie. Wir hatten wirklich einen raketenartigen Anstieg an Anfragen, sowohl aus unseren MVZs als auch aus den Kliniken für die Einrichtung. Wir haben natürlich auch gemessen, Herr Ludewig, Sie haben es gesagt, wie messen wir denn auch Dinge? Wie viele Calls denn da auch gelaufen sind. Und wir sind jetzt auch gespannt, wie es sich jetzt eben in der jetzt Stabilisierung und Post-Corona-Zeit, ich denke, das muss man nutzen, das muss man auch in die Post-Corona-Zeit dann tragen. Und ein weiterer wichtiger Punkt zum Thema Digitalisierung war die Vernetzung hier mit der universitären Medizin und mit den anderen Kliniken für die Intensivbehandlung von Covid-19-Patienten. Das heißt hier in Berlin ein Safe-Konzept. Und wo hier die Charité als Level-1-Zentrum, die spezielle Behandlungsform, ECMO-Beatmung und dann 16 weitere Kliniken hier in Berlin als Level-2-Kliniken für Covid-Intensivbehandlung standen und Level-3-Kliniken. Und wir waren alle vernetzt mit so kleinen Computern, die auf den Intensivstationen dann zusätzlich zu einer anderen Technik natürlich stehen. Und so wurde immer täglich auch konferiert,
wann soll die Patientin, der Patient in die nächste Versorgungsstufe auch verlegt werden? Sie haben angesprochen, unser Behelfskrankenhaus, und das sind knapp 500 Betten. Wir alle hoffen, wir brauchen es nicht. Es ist gut, dass wir es da haben. Wir alle haben die Bilder von Bergamo und Straßburg noch vor Augen. Aber auch da, es ist voll vernetzt mit unserem klinischen Informationssystem, was wir schon seit Jahren einheitlich für alle unsere Standorte haben, mit einem RIS, PAX, LIS, mit also Laboranbindung. Es ist ja auch ein CT vor Ort, Teleradiologie, also auch komplett, auch hier die digitale Version und natürlich auch WLAN, weil diejenigen, die dort hoffentlich nie liegen werden, ist dann, ich sag mal, WLAN wichtig, weil das Smartphone ist vielleicht dann das Einzige mit der Kommunikation der Außenwelt und den Angehörigen. Ja, vielen Dank. Ich habe in der Mitte noch verstanden, was mich sehr gefreut hat, Krankenhäuser reden miteinander, also nicht nur im eigenen Nukleus, sondern auch miteinander, insbesondere in der Intensivmedizin. Ich gebe mal eine Frage raus sozusagen ins Video an Herrn Marx. Frau Grebe hat es angesprochen, der Minister hat es auch schon angesprochen, es hat in der Krise etwas gegeben, was wir ohne Corona wahrscheinlich erst in 5 Jahren bekommen hätten oder auch dann noch nicht, nämlich das sogenannte, ich glaube, der Name hat sich gesetzt, DIVI-Register, also eine Übersicht über die Intensivbetten, die wir haben. Und vielleicht muss man das erklären, bei Covid-19 ist die Art der Beatmung von schlechten Patienten tatsächlich eine, die nicht gelernt ist in jeglicher Versorgungsstufe, sondern da ist qualitativ hochwertige Intensivmedizin gefragt. Die Stunde der Intensivmedizin ist zu Corona tatsächlich gekommen. Wir haben das DIVI-Register bekommen. Das ist klasse, um zu steuern, auch zusammen mit anderen Apps, um zu wissen, wo haben wir Beatmungsbetten. Das weiß niemand besser als Sie natürlich in Ihrer Position. Gleichzeitig würde ich da einmal tiefer einsteigen, denn wir wissen, es gibt dieses Dashboard der Betten, in dem wir ablesen können, wie der Zustand ist. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Daten, wenn sie eingegeben werden, wahrscheinlich von der Intensiv-OP-Schwester am Ende des Tages eingegeben werden. Also auch da wird wieder Fachpersonal gebunden und es noch kein automatisierter Prozess ist. Soll also ein Beispiel sein für gut, was wir erreicht haben in Corona. Aber was müssen wir verstetigen, um noch professioneller und digitaler in die vielleicht doch kommende zweite Welle oder andere Krisen zu gehen? Anderes Thema, was Frau Grebe auch schon angesprochen hat, ist die Tele-ICU, also die Unterstützung von Intensive Care, Intensiveinheiten über Strecken hinweg, entweder auf Station oder auch tatsächlich über Robotik in eine Intensivstation hinein, auch ein wichtiges Thema. Damit Frage an Sie, wo war Digitalisierung in der Krise wichtig, aber wo müssen wir sie auch verstetigen, um in Zukunft davon zu profitieren? Denn durch Corona hat uns, glaube ich, im Wesentlichen erstmal die Improvisationsfähigkeit und das Engagement der Mitarbeiter in den Krankenhäusern gebracht, aber nicht der hohe Grad der Digitalisierung. Jetzt haben wir die Chance, wo können wir da angreifen? Herr Marx. Ja, Josef, vielen Dank für Einladung und die komplexe Frage. Ich fange mal mit dem Intensivregister an. Ich habe hier gerade die aktuellen Zahlen. Also wir haben im Moment noch 298 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, aber schon über 15.000, genau genommen 15.002 Behandlungen abgeschlossen und haben heute 11.605 Intensivbetten zur Verfügung. Das sind Informationen, die hätte ich Ihnen vor wenigen Wochen nicht geben können. Und man muss sagen, hier nochmal auch wirklich seitens des gesamten DIVI-Präsidiums herzlicher Dank an das BMG, das dieses letztendlich ermöglicht hat, aber auch insbesondere den vielen Engagierten in der DIVI und dem RKI, die in toller Zusammenarbeit, also Sie müssen sich vorstellen, wir haben wöchentlich mehrere Kontakte, um auch das Register jetzt in der Zukunft auch noch zu verbessern, noch präziser, noch schneller zu machen. Und Sie haben völlig recht, wir haben digitale Brüche. Es ist tatsächlich so, dass in jedem Krankenhaus, in verschiedenen Stationen, jeden Tag viele Menschen diese Zahlen letztendlich händisch eintragen und wir nur so diese präzisen Zahlen haben können. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Instrument war extrem wichtig für uns, damit wir jetzt ein Steuerungsinstrument zur Verfügung haben, damit wir eben auch, wenn es jetzt zu einer zweiten Welle kommt, entsprechend auch wissen, wo wir Patienten auch noch versorgen können und wo wir entsprechend unterstützen müssen. Also ein großer Erfolg, aber auch gleichzeitig große Aufgabe. Wir werden sicherlich noch etliches investieren müssen, um diese komplexe Aufgabe rund um
digitalisieren zu können. Hier aber auch noch ganz viel Potenzial. Das ist ja auch nicht nur jetzt einfach nur so eine Bettenzahl, ist ja so ein Punkt. Wir haben aber 1000 Daten pro Stunde und es gibt weniger Orte im Krankenhaus, wo schon mehr Digitalisierung auch in der Datenaufnahme real ist. Und diese Daten gilt es auch in der Zukunft und möglichst schnell in der Zukunft zu nutzen. Da sind wir in verschiedenen Projekten wie in der Medizininformatik-Initiative auch schon dabei, um eben, was man mit Big Data entsprechend Prognose, Prävention, schneller behandeln machen können. Also hier können wir, glaube ich, sehr gut noch viele, die Behandlung noch deutlich verbessern und noch viel Leben retten, auch außerhalb von Corona. Man darf nicht vergessen, wir behandeln jedes Jahr 2 Millionen Intensivpatienten in Deutschland und nicht nur 15.000 Covid-Patienten. Also hier können sehr viele Patienten, glaube ich, auch von diesem Digitalisierungsschub profitieren. Kleiner zweiter Schwung noch zu Ihrer anderen Teil der Frage, was ja auch Frau Grebe schon aus Berlin berichtet hat. Auch wir in NRW konnten ja aufgrund der schon großen Vorerfahrung aus den Innovationsfondsprojekten, das ist in Berlin ja auch der Fall, auf schon entstandene Strukturen setzen und konnten innerhalb von 7 Tagen tatsächlich für ganz NRW das virtuelle Krankenhaus mit der Vorstufe Intensivmedizin anbieten. Das heißt, allen 200 Häusern der Grund- und Regelversorgung hier auch aus der Uniklinik Aachen und Uniklinik Münster intensivmedizinische Expertise zur Verfügung zu stellen. Das haben immerhin 32 Häuser auch in Anspruch genommen. Wir haben in 843 Konsile seitdem in 3 Monaten durchgeführt und konnten hier viel diese sehr komplexen intensivmedizinischen Behandlungsfragen dann gut unterstützen, weil Sie müssen sich vorstellen, dass Covid-19, schwerkranke Covid-19-Patienten sind Patienten, die normalerweise in Maximalversorgungshäusern behandelt werden, also sprich große Häuser oder gar Unikliniken. Und wir mussten ja damit rechnen, dass wir jedes einzelne Intensivbett, jedes Beatmungsgerät wirklich nutzen müssen, weil wir diese Bilder aus Frankreich, Spanien, Italien vor Augen hatten. Und genau das kann man eben mit dieser intensivmedizinischen, telemedizinischen Unterstützung garantieren, indem man 24/7 hier zur Verfügung steht und die Expertise zur Verfügung stellt. Und es zeigt auch nochmal, wie sinnvoll diese Innovationsfonds-Förderungen waren, weil auf dieser Grundlage wir letztendlich in der Lage waren, ganz kurzfristig das auf ein größeres Level und digitaler sozusagen größer zu vernetzen. Und es zeigt auch nochmal, was wir benötigen, genau diese digitalen Versorgungsstrukturen, damit wir da auch in der Zukunft eben digitale Gesundheitsnetze landesweit, also bundesweit entsprechend aufsetzen können. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das waren wunderbare Beispiele für, was meint der Minister mit diesem Digitalen, das wir weiter fördern müssen, nämlich das, was uns in der Krise hilft und was beim Patienten ankommt. Also für den Moment erstmal danke. Und damit dann quasi zur nächsten Frage an Herrn Ludewig. Uns würde natürlich interessieren, vielleicht in ein paar Sätzen nochmal etwas zum Hintergrund dieses Konjunkturpakets. Man könnte ja sagen, das ist jetzt auch schon quasi eine erste Lesson learned aus der Krise. Also wir brauchen mehr davon und deswegen wollen wir das fördern. Und eine zweite Frage, denn das interessiert natürlich alle, wenn ich mich jetzt in die Rolle einer verantwortlichen handelnden Person in einem Krankenhaus versetze, dann bin ich einer von, ja, sagen wir mal grob 1.900, 3 Milliarden. Also kann ich jetzt 1,6 Millionen einplanen? Und für wann, würde mich natürlich auch interessieren. Also in der Tat, erstmal zum Hintergrund. Ich glaube, für uns war das Thema Digitalisierung in Krankenhäusern jetzt auch, wenn man ehrlich ist, ja schon vor Corona auch ein Thema. Und die Frage, wie können wir dort finanzieren, wo müssen wir finanzieren, wie finanzieren wir, haben wir ja auch nicht überraschenderweise, wir sitzen heute beim Health Innovation Hub, auch hier häufig schon diskutiert. Dann kam die Krise und mit der Krise ja auch eben nochmal sichtbarer die Notwendigkeit, glaube ich, im Bereich der medizinischen Versorgung, die Digitalisierung zu nutzen, um am Ende Versorgung besser zu machen, entweder Versorgung besser zu steuern oder die Leistungserbringung selber besser zu machen. Und diese Krise hat eben auch das Thema wirtschaftliche Implikationen und uns war immer ganz wichtig als BMG, wenn wir Geld investieren, dann sollten wir Geld in etwas investieren, was Zukunft sozusagen hat, was das System besser macht. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir jetzt ja dann fast 4 Milliarden, also mit dem Länderanteil, einmal für die Krankenhäuser und aber ja auch nochmal 4 Milliarden Euro für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der ja auch noch sehr viel geleistet hat in dieser Zeit, machen konnten. Das heißt, am Ende reden wir hier über 8 Milliarden Euro
die in die Digital, die insbesondere auch mit dem Schwerpunkt Digitalisierung fürs Gesundheitswesen ausgegeben werden sollen. Wie das Geld jetzt am Ende genau aufgeteilt wird, ist überraschenderweise, es wird sicherlich nicht mit der Gießkanne über alle Krankenhäuser einfach einmal verteilt. Das kann jetzt keiner sich einfach einrechnen, dass er die Summe bekommt. Und da sind wir natürlich jetzt auch noch in intensiven Planungen. Das Gesetz zum Krankenhausstrukturfonds wird ja angepasst werden müssen. Für uns ist immer wichtig, im Kern, dass wir etwas finanzieren, was Prozesse digitalisiert, also nicht einen analogen zu einem digitalen Prozess macht, aber die Prozesse innerhalb der Kliniken digital umsetzt und Dinge finanzieren, die wir dann danach auch messen können, die in der Versorgung einen Impact haben. Und das ist eben eine recht schwierige Aufgabe, das miteinander zusammenzubringen. Und ich verstehe, dass es sicherlich ganz viele Wünsche geben wird, was man alles noch haben möchte. Hier möchte man ein bisschen Robotik, da möchte man noch mal ein bisschen schönere KI in der Auswertung von Bildern. Der andere möchte doch das Anmeldeprozess, der andere das Entlassmanagement, der andere hätte gerne einen neuen Serverraum, am liebsten auch noch ein bisschen Farbe und ein paar Wände versetzt. Also ich verstehe das alles, aber wir müssen sehr genau unterscheiden und werden da auch sehr Wert darauf legen, dass wir definieren, was für Prozesse wir im Kern erwarten, dass sie digital im Krankenhaus ablaufen, dass sie messbar sind. Und wenn ich das erfülle, soll das auch nachher finanziert werden. Und es müssen eben auch Themen sein, die dann nachher miteinander wieder kommunizieren können. Deshalb eben nicht mit der Gießkanne, keine Insellösung, sondern klar auf messbare Prozesse. Das wird der Schwerpunkt sein, den wir dann in den nächsten Monaten oder Wochen wahrscheinlich vorlegen werden. Ich glaube, das gibt schon ganz gut die Richtung vor, greift natürlich auch nochmal das auf, was der Minister gesagt hatte. Und ich würde davon ausgehen, dass das für Herrn Dr. Gass auch ein Thema ist, was ihn in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt hat. Und er hat mit Sicherheit auch einige Ideen, was denn mit diesem Konjunkturpaket passieren soll. Wir haben auch aufmerksam zugehört in Ihrer Pressekonferenz in der letzten Woche war das schon oder fühlt sich an wie vorgestern. Und dort sprachen Sie auch davon, dass ein Teil der Gesamtsumme pauschalisiert werden sollte. Das vielleicht mal als eine Frage, wie passt das zusammen? Haben Sie dafür vielleicht eine Lösung? Und aus Ihrer Sicht, wie bereit sind die Krankenhäuser dafür, diese Prozesse so zu digitalisieren und in diesen digitalen Prozessen zu denken? Ja, vielen Dank zunächst mal auch an Sie für die Möglichkeit, hier teilnehmen zu können und die Position der Krankenhäuser auch zu vertreten, unsere Überlegungen auch einzubringen. Und ich danke auch Herrn Debatin für seine erste Bemerkung ganz zu Beginn, wo er deutlich hervorgehoben hat, dass die Krankenhäuser insgesamt hier wirklich eine ganz tolle Leistung gebracht haben und im Zusammenhang und im Zusammenspiel mit vielen anderen Akteuren es gelungen ist, die Pandemie so zu bewältigen, zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt, wie wir es, glaube ich, alle erlebt haben und wie es international auch vorbildlich ist. Zum Thema Digitalisierung. Wir haben in der Tat erfahren und erlebt, dass wir noch große Potenziale haben. Ich formuliere das bewusst so positiv. Große Potenziale, die auch wirklich Chancen bieten. Und in gleichem Maße haben wir natürlich auch mitbekommen, wo die Lücken entstanden sind. Wir haben eben ein bisschen schon gehört, was gut gelaufen ist. Dem kann ich mich anschließen. Wir haben auch unglaublich viel improvisiert. Die Begrifflichkeit ist eben auch schon gefallen, auch beim Thema Digitalisierung haben wir viel improvisiert. Wir haben Dinge auf den Weg gebracht, für die wir ansonsten, und das DIVI-Register ist nur ein Beispiel, wahrscheinlich noch einige Monate, vielleicht sogar Jahre diskutiert hätten, bevor es dann realisiert worden wäre. Dazu gehören auch Fernbehandlungsangebote und vieles, vieles mehr. Was nicht gut geklappt hat, ist tatsächlich der Daten- und Informationsaustausch an ganz vielen Stellen, wo vieles händisch erfolgen musste. Ich will nur nennen das Beispiel Laborergebnisse von Corona-Tests, die dann zum Teil per Fax hin und her geschickt werden mussten, wo es bei weitem nicht so ist, dass der ÖGD oder die Krankenhäuser alle angeschlossen sind an die externen Labore und die Daten und die Testergebnisse dann quasi automatisiert in Patientenakte und Ähnliches einfließen. Also hier gibt es ganz viel zu tun. Und eins ist mir auch wichtig. Die Krankenhäuser haben eine ganz große Bereitschaft, sich auch da zu engagieren. Dass wir zurzeit noch eine Situation haben in den deutschen Krankenhäusern, die extrem heterogen ist, wo es einige Standorte gibt, die wirklich weit vorne sind und schon viele interne Prozesse digitalisiert haben, die eine hervorragende digitale Infrastruktur entwickeln konnten, die auch bereitstehen,
zum Datenaustausch mit sektorübergreifend anderen Akteuren. Das ist die eine Spannweite, die eine Seite, und die andere ist aber auch, dass viele noch mit einer Papierakte unterwegs sind, dass wir bei weitem bei vielen Krankenhäusern diese Infrastruktur noch nicht aufgebaut haben. Das waren und sind auch Gründe, die in den wirklich knappen und fehlenden Fördermitteln zu suchen sind. Und ich will da jetzt gar nicht jammern. Aber es ist nun mal so, dass in Deutschland die Finanzierung auf zwei Säulen steht. Investitionen werden von den Ländern gefördert oder sollen von den Ländern gefördert werden. Und die übrigen Kosten der Patientenbehandlung eben von den Krankenkassen. Die DKG hat vor der Corona-Krise schon im letzten Jahr ein digitales Sonderprogramm von 1 Milliarde im Jahr gefordert. Dass wir das jetzt bekommen, vielleicht sogar, Herr Spahn hat gesagt, innerhalb von 1 bis 2 Jahren bis zu 3,9 Milliarden ausgezahlt werden, das ist natürlich ganz hervorragend und ist eine riesige Chance. Und diese Chance möchten wir auch ergreifen. Und ich kann auch sehr gut verstehen, dass, was eben gesagt wurde, auch von Herrn Ludwig, dass man für dieses Geld auch Ergebnisse sehen möchte und dass man jetzt nicht möchte, dass jedes Krankenhaus quasi mit seiner ganz höchst individuellen Vorstellung von Digitalisierung unterwegs ist, die möglicherweise nicht an dem großen gemeinsamen Ziel sektorübergreifender Datenaustausch, elektronische Patientenakte am Ende ausgerichtet ist. Das können wir gut verstehen und das vermitteln wir auch unseren Mitgliedskrankenhäusern. Und wir wissen, dass wir hier auch ein Stück weit in der Pflicht sind, gemeinsam mit der Industrie, gemeinsam mit der Politik die Zweckbindung zu definieren, die Ziele zu definieren, den Rahmen zu definieren, in dem dann das Geld verwendet werden soll. Und dazu stehen wir auch bereit. Da gibt es schon eine ganze Reihe an Ideen, wo man sagt, Krankenhäuser müssen sich verpflichten, bestimmte Entwicklungsschritte auch zu vollziehen, die eben diesem gemeinsamen Ziel dienen, damit man weiß, das Geld ist gut angelegt und mit einer Perspektive auch investiert, die am Ende einen übergreifenden Nutzen haben wird. Und dieser übergreifende Nutzen ist das eine. Das zweite ist aber, die Krankenhäuser selbst sind dringend von sich aus sozusagen daran interessiert, diese Digitalisierung voranzutreiben. Und da ist das große Schlagwort für uns das Thema Fachkräfte. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel. Wir haben einen großen Bedarf an Fachkräften der unterschiedlichsten Berufsgruppen. Und wir müssen diese Personen unbedingt von Prozessen und Tätigkeiten entlasten, die eben durch Digitalisierung gut übernommen werden können und damit nicht nur ressourcenfrei werden, sondern auch die Attraktivität der Arbeitswelt. Das ist ein weiteres wesentliches Ziel, was wir letztlich gemeinsam verfolgen müssen. Und deswegen sind wir daran interessiert. Und jetzt lassen Sie mich noch einen Satz zu der Frage sagen, wie soll das Geld verteilt werden? Ich habe eben öfter mal den despektierlichen Begriff Gießkanne gehört. Ja, es geht nicht um Gießkanne. Aber der Minister hat gesagt, in 1 bis 2 Jahren sollen 3,9 Milliarden Euro investiert sein. Denn es geht ja auch darum, die Konjunktur anzukurbeln. Und deswegen brauchen wir ein Verfahren, was auf der einen Seite klare Ziele vor Augen hat, die auch verbindlich sind für diejenigen, die das Geld bekommen und ausgeben. Aber wir brauchen dann auch Verfahren, wie das Geld in die Krankenhäuser kommt und von dort dann auch verwendet werden kann. Und das kann sicherlich nicht im Rahmen von Einzelbewilligungen gehen, so wie das zurzeit im Strukturfonds läuft. Also ich glaube, man wird schon in Teilen zumindest auch pauschale Zuweisungen haben müssen, die es im Übrigen schon immer gibt im Krankenhausbereich. Und wir haben dann die Verpflichtung, jedes einzelne Haus hat die Verpflichtung, den Verwendungszweck auch nachzuweisen, die Verwendung der Mittel nachzuweisen und steht damit auch unter Kontrolle. Ich glaube, über eine solche Kombination von klarer Zielformulierung und dann auch Zuweisen, darüber müssen wir uns unterhalten. Und ich biete sehr gerne an, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft da mit am Tisch sitzt und sich auch für eine solche Perspektive verwendet und dann bei ihren Mitgliedskrankenhäusern auch dafür wirbt. Ich würde eine ähnliche Frage aber nochmal an Herrn Marx geben. Im Konjunkturpakt stehen einige wenige Sätze, die definieren, wie diese 3 oder dann 4 Milliarden Euro ausgegeben werden. Die kann man noch interpretieren, die muss man noch auskleiden, hat der Ludwig auch gesagt.
jetzt kann man mit hingehen und die Krankenhäuser fördern, aber ein Teil dieser Sätze ist eben auch, dass eine adäquate Intensivmedizin damit gefördert wird. Nun wissen wir, dass das alles kommunizierende Röhren sind. Die Digitalisierung eines Krankenhauses wird sich immer auch positiv auf die Intensivmedizin auswirken. Aber Herr Marx, was würden Sie sich wünschen, wenn Sie sich ein schönes Stück von diesem Kuchen abschneiden können? Was zahlt ein auf Intensivmedizin in der nächsten Krise und eine Verbesserung in der digitalen Kommunikation von Intensivmedizinern? Ja, vielen Dank. Neben den vielen Dingen, die Frau Greber und Herr Gass und Herr Ludwig auch schon gesagt haben, ich denke auch, Intensivmedizin hat gezeigt, dass es nicht nur eine kritische, sondern eben eine besonders kritische Infrastruktur ist. Und die Intensivmedizin hat jetzt auch in den letzten Wochen gezeigt, dass sie das leisten kann, wenn sie entsprechend auch gefragt ist und einfach ihren Job tut. Was ich mir wünschen würde vom Konjunkturpaket, ist eigentlich eine Fortführung, was Frau Grebe gesagt hat. Ich glaube auch, Versorgung ist, ist regional fokussiert, plus eben eine nationale Interoperabilität, wie wir sie ja auch in der Medizininformatik-Initiative ja schon leben, auch in der Intensivmedizin, schon 9 Universitätslinien über ganz Deutschland sind jetzt gerade schon vernetzt, haben sich schon auf Interoperabilität verständigt und können Daten schon austauschen, nicht nur für die Forschung, sondern letztendlich auch natürlich für die Versorgung. Ich bin da auch ganz bei Ihnen. Das Geld sollte an Kriterien geknüpft werden, auch an Erfolgskriterien. Das heißt, wir müssen am Ende des Tages nicht nur zeigen, dass wir es wollen, dass wir es können, dass wir es technisch können, sondern auch, dass Patienten davon profitieren. Also die Behandlung muss besser werden. Ansonsten ist das eine Fehlinvestition. Und man sollte solche Initiativen stützen, die eben sowas auch schon gezeigt haben. Und in der Intensivmedizin könnte ich mir vorstellen, dass wir die Organisationsform so in Richtung Zentren auch noch erweitern, so im Sinne auch von einem zum Beispiel GBA-Zentrum, dass man eben regional diese Dinge eben organisiert, auch digital sozusagen organisiert. Und ich glaube auch, eine gewisse Verpflichtung an solchen qualitätsstiftenden Maßnahmen teilzunehmen, um eben auch entsprechend auch an der Förderung teilzunehmen, wäre auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Intensivmedizin schon zentralisieren regional, aber wir brauchen auch wohnortnahe Versorgung. Das heißt also auch nicht nur, dass wir dann quasi die kleinen Einheiten alle abschalten, sondern dass wir schon sehen, dass wir eben auch in der Fläche weiter die Versorgung aufrechterhalten auf einem möglichst hohen Niveau. Und ich glaube, genau das können digitale Gesundheitsnetze gewährleisten. Ich höre viele Ideen, vor allem patientenzentriert. Und wir sollten sie quasi schnell konsolidieren, um zu sagen, wie wir diese Gelder allokieren können. Dazu hat bestimmt die DKG aber auch noch mal eine Sicht. Davon gehe ich aus. Vor allem gibt es hier zwei dazu sehr gut passende Fragen aus dem Publikum, die ich gerne auch an Herrn Dr. Gass stellen würde. Und zwar ist dort nämlich einmal die Frage, so inwiefern findet denn vielleicht bereits so ein Dialog jetzt statt, innerhalb der DKG im Prinzip zu entscheiden, wo sind denn die Bedarfe, die Digitalisierungsbedarfe der Krankenhäuser? Das war einmal eine Frage. Es geht darum, so etwas wie die Digital Readiness der Krankenhäuser zu messen und eine Gap-Analyse zu machen. Damit habe ich dann, glaube ich, mein gesamtes BWL-Vokabular ausgeschöpft für heute. Aber das ist im Kern die Frage. Und der zweite Aspekt zielt darauf ab, Sie sprachen auch von der Heterogenität und hier aus dem Publikum wird von Bertram Schulze die Frage gestellt, inwiefern gibt es denn dort auch einen Austausch zwischen diesen unterschiedlichen Häusern? Also inwiefern teilen die weiter digitalisierten Krankenhäuser ihre Lessons learned mit denen, die noch nicht so weit digitalisiert sind, insbesondere jetzt in dem Hinblick auf die Vorbereitung auf auf Antragstellung und Abrufung dann auch von Mitteln für mehr Digitalisierung? Vielen Dank. Die DKG hat seit einigen Jahren einen Fachausschuss, eine Fachkommission zum Thema Digitalisierung im Krankenhaus. Einerseits besetzt ist aus Experten, aber auch aus Praktikern aus den Krankenhäusern über alle Bundesländer und Versorgungsstufen hinweg, wo genau dieser Austausch zum einen stattfindet und wo auch der Dialog mit der Industrie stattfindet, um
gemeinsam mit der Industrie auch zu schauen, wo können wir uns weiterentwickeln, was sind sozusagen die Next Steps, die wir nehmen müssen, um dann die großen Ziele, die auch von der Politik definiert wurden und jetzt über die Gematik auch besprochen werden, um die dann tatsächlich zu erreichen. Und es geht auch genau, wie Sie sagen oder wie der Fragesteller sagt, es geht auch darum, für jedes einzelne Krankenhaus letztlich zu bestimmen, wo ist meine Ausgangssituation, wo befinde ich mich und was bringt mir jetzt den größten Nutzen im Zusammenhang mit Investitionen in die Digitalisierung, um die nächste Stufe zu erreichen. Dort stehen wir. Es gibt im Moment die Diskussion beispielsweise, ein eher aus dem international kommendes Einstufungssystem MRAM einzuführen. Da gibt es manche, die das sehr befürworten. Da sagen wir, da müssen wir zumindest mal schauen, inwieweit manches von dem, was dort an Kriterien definiert ist, für deutsche Krankenhausstrukturen vernünftig ist, wo wir zum Teil eben auch Verbundlösungen haben, nicht nur so große Zentren, wie das zum Teil in anderen Volkswirtschaften der Fall ist. Aber es gibt auch von der BVITG gibt es gute Vorschläge zur Definition, zur Messung des Digitalisierungsstandes in den einzelnen Krankenhäusern. Das muss jetzt schnell gehen, denn wir wissen, jetzt ist sozusagen die Chance da, um den Begriff nochmal aufzugreifen, im Konjunkturprogramm das dann auch abzubilden oder über das Konjunkturprogramm das abzubilden und die Krankenhäuser in die Lage zu versetzen, dann nächste Stufen der Digitalisierung zu erreichen. Also es gibt diesen Austausch zwischen den Häusern, es gibt den Austausch mit den Experten und der Industrie und der wird jetzt fokussiert. Da sind auch schon die ersten Termine jetzt gemacht, unmittelbar nach der Sommerpause stehen die an, um uns dann auch aufzustellen für dieses Konjunkturprogramm und für das, was wir da an Möglichkeiten erhalten werden, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Ich glaube, das ist eine gute Antwort auf die Frage aus dem Publikum erstmal. Bevor ich noch eine weitere Frage für Sie hätte, wollen wir aber auch noch Gottfried Ludewig zu Wort kommen lassen. Der möchte vielleicht noch etwas auch zu den Messinstrumenten sagen und auch zu dem Thema des Verteilens, was vorhin aufkam in der Diskussion. Ja, ich glaube, ohne die Dinge wiederholen zu wollen, die ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, wir werden... sagen wir müssen auf zwei Dinge aufpassen. Einmal die Prozesse, da freue ich mich ja auch, Herr Gass hat es ja gerade gesagt, wenn Vorschläge aus den Krankenhäusern selber kommen, woran können wir es denn wirklich messen? Und Herr Professor Marx und auch Frau Dr. Grebe haben es ja auch gesagt, die Frage, wo können wir sozusagen den Nutzen der Patientinnen und Patienten auch in der Versorgung konkret nachweisen? Das werden sicherlich Messpunkte sein, die für uns eine ganz besondere Relevanz haben. Und wir müssen natürlich dem Eindruck ein bisschen dann doch entgegenhalten als Bund, dass das dann sozusagen... Das ist jetzt das einzige Geld, was ich für Digitalisierung ausgeben kann. Der Bund ist ja, wie wir alle wissen, Herr Gass sprach die Finanzierungsverantwortung der Bundesländer an. Eigentlich sind die Bundesländer dafür zuständig zu investieren. Wir müssen uns ja bei allem Stolz, wie gut wir alle gemeinsam durch die Krise gekommen sind, wissen wir auch, dass da große, sagen wir mal, noch Nachholbedarfe sind. Und das ist jetzt ein großer sozusagen Schluck aus der Flasche des Konjunkturprogramms, was der Bund investiert. Aber das wird nicht reichen dafür, die deutsche Krankenhauslandschaft zu einem digitalen Vorreiter zu machen, so einen großen, wichtigen Schub reinzugeben. Und deshalb dürfen wir alle nicht vergessen, dass die Länder da klar in der Verantwortung sind. Und unsere Erwartungshaltung wäre in der Frage eben auch, dass das jetzt auch verstetigt wird. Also nur weil der Bund einmal reingeht, heißt es nicht, dass die anderen sich rausziehen können, sondern ganz im Gegenteil, dass sie überlegen müssen, wie führen wir das in den nächsten Jahren konsequent weiter nach vorne. Und beim Thema Gießkanne bleibe ich trotzdem ein wenig dabei, auch wenn der Begriff irgendwie vielleicht ein bisschen provozierend ist. Dennoch, die Koalitionspartner und die Bundesregierung haben sich ja geeinigt zu sagen, es geschieht analog der Vorgaben aus dem Strukturfonds. Und das gibt, glaube ich, ein klares Indiz dazu, wie das Verfahren dann nachher auch in der Finanzverteilung ist. Und ich kann jetzt nur appellieren an alle Träger, an die DKG, an die Länder, eben auch mit guten, praktikablen Vorschlägen zu kommen und das möglichst schneller als langsam, weil ja die Zeit tickt, wie man so einen Prozess so aufstellen kann, dass er am Ende für alle praktikabel ist, messbar ist und dann zu guten Ergebnissen führt. Da freuen wir uns jetzt, wenn wir ehrlich sind, auf die nächsten Wochen. Ich glaube, keiner redet hier mehr über die nächsten Monate, sondern jeder Vorschlag ist jederzeit herzlich willkommen und wir freuen uns heute über die Runde hier, aber auch über viele Vorschläge, die dann danach uns erreichen, und zwar Vorschläge, wie wir es praktikabel umsetzen können, nicht nur Forderungen, was man maximal erreichen möchte. Das ist, glaube ich, ein guter Aufruf. Also Vorschläge sind da gern gesehen, denn
Herr Dr. Gass sprach das gerade schon an. Es gibt verschiedene Instrumente. Es gibt Argumente, die für das eine und gegen das andere oder wiederum dafür sprechen. Und es ist, braucht noch eine differenzierte Betrachtung, die aber gleichzeitig am besten schon gestern hätte passiert sein sollen. Also viel zu tun. Viel zu tun werden dann ja auch, Herr Dr. Gass, die kleinen Krankenhäuser oder vor allem vielleicht auch nicht so kleinen, aber wenig digitalisierten Krankenhäuser haben, die dann jetzt vor der Herausforderung stehen. Und ich stelle mal eine etwas ketzerische Frage. Wenn ein Krankenhaus heute noch gar keine eigene digitale Agenda hat, schaffen die das dann jetzt noch, quasi sich dort damit auseinanderzusetzen, die passenden Prozesse zu identifizieren, zu verstehen, wie sie mit Technologie auf Outcomes einzahlen können? Oder ist das vielleicht auch das Anfang vom Ende für einige Krankenhäuser? Also vielleicht das auch zur Einordnung. Natürlich haben alle Krankenhäuser in Deutschland ein Krankenhausinformationssystem. Also das ist sozusagen die Basis, die durchaus überall vorhanden ist. Sonst wären wir gar nicht in der Lage, mit den Krankenkassen abzurechnen, und wir wären nicht in der Lage, dem medizinischen Dienst Rechenschaft abzulegen über die Patientenbehandlungen, die tatsächlich stattgefunden haben. Aber es ist richtig, ein kleines Haus, möglicherweise alleinstehend, nicht Teil eines größeren Krankenhausverbunds, sei es als fester Bestandteil oder in einem Zusammenschluss über Träger hinweg, hat und wird enorme Probleme haben, diese nächsten Schritte zu machen, wird auch enorme Probleme haben, selbst wenn das Geld zur Verfügung steht, diesen Digitalisierungsfortschritt letztlich zu realisieren, weil diesem Haus nicht nur Geld fehlt, sondern im Zweifelsfall auch die Fachkräfte und die Kompetenz und die Expertise, um diese Weiterentwicklung tatsächlich dann auch auf die Straße zu bringen. Und deshalb haben sich schon eine ganze Reihe von Häusern über die eigene Trägerschaft hinweg zusammengetan, gerade mit der Zielsetzung, auch beim Thema Digitalisierung zusammenzuarbeiten, wechselseitig von Erfahrungen zu profitieren, auch einen Informationsaustausch und einen Kompetenzaustausch zu haben. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall für die Häuser zwingend notwendig, die tatsächlich ja mehr oder weniger alleine stehen, nicht Teil eines Konzerns, eines Verbundes sind. Wer das jetzt im Moment noch nicht realisiert hat, sondern bisher quasi sehr selbstgestrickt unterwegs ist, da habe ich wirklich große Sorgen, der wird große Probleme haben, diese notwendigen und auch jetzt zügigen Fortschritte aus eigener Kraft, selbst wenn das Geld zur Verfügung steht, zu realisieren. Das ist ein Punkt, das sind nicht sehr viele, aber ein Teil der Häuser steht da im Moment noch alleine, ja. Es fällt mir wahnsinnig schwer, die spannende und auch sehr offen geführte Diskussion, möchte ich auch mal sagen, an dieser Stelle schließen zu müssen, weil wir natürlich noch weitere sehr interessante Programmpunkte haben. Wir alle hier im Raum, Frau Grebe weiß es, Sie in den Videos, in den Schalten wissen es und Herr Ludewig weiß es auch, der Strukturfonds ist jetzt nicht in besonders dynamischer Weise bisher allokiert worden durch die Länder, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das heißt, hier ist ganz viel Arbeit drin, um an diese Mittel auch heranzukommen, und das ist auch, glaube ich, die Arbeit der nächsten Wochen und Monate, das regulatorisch auszukleiden, die uns allen wahrscheinlich auch ganz wichtig ist. Und am Schluss dieses Panels möchte ich vielleicht nochmal mit einer Sorge aufwarten, die wir mal ausräumen können. An mich sind ganz viele herangetreten und haben gesagt, bitte frag doch mal den Herrn Ludewig. Wir glauben, dass wir gar nicht berechtigt sind, als Universitätskliniken über den Strukturfonds diese Gelder zu allokieren. Stimmt das? Ich habe gesagt, nein, aber Herr Ludewig wird das ausführen. Und das in kurzer Form, bitte zum Schluss, und dann lösen wir die Runde auf. Also der Strukturfonds, das ist bisher im Strukturfonds in der Tat ja nicht vorgesehen, aber der Strukturfonds kann ja auch angepasst werden. Insofern sehe ich da ohne weiteres auch Chancen, dass es da Anpassungen gibt. Aber wir werden es dann sehen, wenn dann am Ende das Anpassungsgesetz vorgelegt wird. Aber der zweite Punkt, der mir einfach nur wichtig ist, in der Tat bei dem Ausklein des Strukturfonds, entscheidend ist für mich immer noch, der ist ja deshalb nicht abgeschlossen, weil die Kofinanzierungsansätze nicht erfüllt worden sind durch die Länder. Und ich finde trotzdem, auch wenn der Bund Geld gibt, man darf nicht vergessen, wer Verantwortung haben möchte für Krankenhäuser und planen möchte und Vorgaben machen möchte, der muss auch die Verantwortung der Finanzierung übernehmen. Und deshalb freuen wir uns, wir werden da, glaube ich, noch vielleicht ein bisschen kreativere Wege finden, aber die Länder bleiben in der Mitverantwortung, bei uns das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Und wir bleiben ganz optimistisch, dass wir das alle, ich schaue mal zu Herrn Gass, und wir gemeinsam dann auch hinbekommen.
Erlauben Sie mir einen Hinweis, Herr Ludwig. Sie haben eben mehr oder weniger darauf verwiesen, dass es ja da ein etabliertes Verfahren gibt und der Gesetzgeber ja im Krankenhaus Zukunftsprogramm, Konjunkturprogramm, das jetzt auch so weiterführen möchte. Nicht nur die Kofinanzierung der Länder führt zu einer Verlangsamung dieses Genehmigungs- und Bewilligungsprozesses, sondern auch die notwendige Vereinbarung und die notwendige Einigung ja mit den Krankenkassen. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Der Strukturfonds hatte ja ursprünglich mal die Idee, die Krankenhausstrukturen weiterzuentwickeln, wo natürlich jeder verstehen kann, dass da die Krankenkassen auch mit großem Engagement und mit natürlich einem besonderen Interesse auch mit im Boot waren, auch insofern vom Gesetzgeber klar ihnen die Zustimmung auch sozusagen abverlangt wird, beziehungsweise sie den Zustimmungsvorbehalt dann auch haben. Ich glaube, jetzt bei dem Thema Digitalisierung sollte man da schon noch mal drauf gucken, ob der Prozess unbedingt genauso bleiben muss. Sonst habe ich schon die Sorge, dass es doch länger dauert, als der Minister es sich wünscht und wir uns alle wünschen. Letzter, ganz kurze Replik, nur damit das nicht im Raum steht. Völlig, wir sind immer offen, auch Dinge noch besser machen zu können. Und auch gerade der Hinweis ist sicherlich sehr, sehr valide. Ich wollte nur sagen, die Grundtendenz, dass wir eben diese Teilung gerade mit den Ländern haben, darauf wollte ich jetzt eigentlich spezifizieren. Bei allen anderen Themen, glaube ich, ist gerade viel sozusagen in der Dynamik, die wir dann gemeinsam gestalten. Ja. Nun, wir haben ganz viele spannende Fragen, auch dann konkret dazu, wie digitale Lösungen die Pflege entlasten können. Fragen dazu, wie es die Medikationsabläufe im Krankenhaus verbessern kann, Entlassmanagement und so weiter. Für all das haben wir jetzt keine Zeit gehabt. Wir hoffen, dass wir vielleicht das ein oder andere Thema in den späteren Diskussionen gleich nochmal aufgreifen können. Und ansonsten sind das vielleicht auch genau die konkreten Themen und die Prozesse, an denen weiter diskutiert werden muss, damit man ein passendes Rahmenwerk findet für dieses Konjunkturpaket. Wir danken unseren Mitdiskutanten und speziell auch der Mitdiskutantin. Also danke an Frau Grebe, danke an Herrn Ludewig hier im Raum, danke da draußen an Dr. Gass und an Professor Gernot Marx, dass Sie mit uns diskutiert haben in dieser kurzweiligen ersten Dreiviertelstunde des Summits. Ich darf Sie jetzt ganz förmlich herauskompromittieren sozusagen, weil wir sind nicht beim ZDF, wir haben nur ein Sendezimmer und gehe jetzt nochmal auf die Agenda ein. Wir kommen jetzt von der Flughöhe, 40.000 Fuß, Frau Grebe duckt sich unter der Kamera durch, großartig. Von der Flughöhe 40.000 Fuß ist uns jetzt wichtig, nochmal tiefer in die Krankenhäuser reinzukommen. Das heißt, wir haben zwei Kollegen gebeten, und zwar handelt es sich um Wolf-Christian Varos und Florian Freitag. Hallo, kommen Sie zu mir, ich mache mal meinen Platz auch frei. Hallo, ist auf. Alles gut, oder dahin, auch gut. Meiner Linken Herr Freitag, dann weiter Herr Varos. Herr Varos ist IT-Leiter des Vinzenz-Verbundes und Herr Freitag kümmert sich als Regionalleiter auch und vor allem um die KISS-Systeme, also quasi die wichtigsten Systeme im Krankenhaus, in der Industrie würde man sagen, in der Produktion, also am Patienten, dort wo Versorgung mit IT geschieht. Ich habe beide gebeten, uns einen kurzen Impuls zu geben, einen Einblick, wie war es denn wirklich für die IT und im Krankenhaus zu Corona-Zeiten, was haben Sie da geleistet, was haben Sie sich gewünscht, welche Pläne haben Sie für die Zukunft, um gegebenenfalls auch daran abzuleiten, woher würde denn ein Verbund, ein von durchschnittlicher Größe, der sich aber schon sehr um seine Digitalisierung kümmert, wie würde der mit solchen allokierten Mitteln umgehen? Das heißt, wir werden jetzt 10 bis 15 Minuten erleben, in denen ich den beiden das Feld überlasse und wir uns darauf freuen zu sehen, was waren die Aha-Effekte, was ging plötzlich und was waren aber auch die Oh-Gott-Oh-Gott-Effekte zu Zeiten von Corona im Vinzenz-Verbund. Vielen Dank, ich freue mich auf euch. Ja, herzlichen Dank und vielen Dank für die Einleitung, Herr Oesdorf. In diesem Sinne müssen wir technisch nur noch die Präsentation starten. Ja, also vielen Dank nochmal, sehr geehrte Damen und Herren, für die Möglichkeit, hier im Rahmen des Krankenhaus Digital Summits heute daran teilzunehmen mit einer Präsentation, einer Impulsvortrag, eher so die Effekte und die Aha-Effekte nochmal darzustellen. Was haben wir als Häuser für die Zukunft gelernt? Ganz unter dem Motto, Menschlichkeit verbindet übrigens das, was uns als Elisabeth-Vinzenz-Verbund auszeichnet.
Zu der weiteren Agenda. Wir haben es recht kurz und knapp gehalten. Wir möchten ganz kurz den Elisabeth Vinzenz Verbund einmal vorstellen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was machen wir? Danach geht es zu den und Aha-Effekten direkt hinein mit praktischen Beispielen. Und wir schließen das Ganze mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick. Zunächst einmal wäre es der Elisabeth Vinzenz Verbund. Der Elisabeth Vinzenz Verbund ist einer der größten katholischen Krankenhausträger in Deutschland. Wir stehen hier heute stellvertretend für 8.600 Mitarbeiter. Wir haben ca. 200.000 Patienten, die wir stationär in jedem Jahr behandeln. Zu uns zählen 13 Krankenhäuser, 11 MVZs, 9 Bildungseinrichtungen und 4 Altenpflegeeinrichtungen. Und was sehr interessant ist, wir sind tatsächlich in 7 Bundesländern vertreten. Warum das interessant ist, da kommen wir nachher nochmal bei den sogenannten Kopfschmerzmomenten nochmal hinzu. Zunächst mal die Aha-Effekte, die auch teilweise einige der Vorredner in den Diskussionen auch schon ausgeführt haben. Deswegen widmen wir uns da tatsächlich nur einer einzigen Folie. Es war natürlich ein Schub für die Digitalisierung. Ich glaube, in den letzten 3,5 Jahren, die ich beim Verbund verbracht habe, ist es noch nie zu so vielen Anfragen gekommen bezüglich Wünschen von Digitalisierung direkt an die IT. Das ist definitiv messbar. Da gab es wirklich sehr, sehr hohe Impulse aus dem Ärztebereich, aus dem pflegerischen Bereich, um einfach mal zu fragen, hey, gibt es eigentlich schon Prozesse, die wir digital abbilden können? Geht das denn schon? Und das war wirklich ein Schub zum Positiven. Natürlich ging es in vielen Bereichen um das Standort- und zeitunabhängige Arbeiten, sprich Remote-Arbeiten. Es ging um den Schwerpunkt sichere Kommunikation. Aber es gab auch im Patienten-Ärzte-Verhältnis auch ganz klar die Nachfrage nach telemedizinischen Produkten, Videosprechstunden, um einfach infektionsschutzkonform Behandlung durchführen zu können. Und wir haben es nicht nur in der Presse erlebt, sondern auch bei uns in den Krankenhäusern. Notfallambulanzen blieben eben etwas leerer als vorher. Dennoch gab es eben Bedarf, auch in dem medizinischen Versorgungszentrum die Behandlung eben weiterzuführen. Und da war natürlich die Telemedizin eines der wichtigsten Instrumente. Ja, und damit kommen wir dann zu dem ersten ARK-Effekt, die Automatisierung betrifft. Auch hier nehme ich das Wort nochmal auf und die Vorredner haben es auch schon angesprochen. Wir sind als Krankenhäuser dazu verpflichtet, die Register und die Landesämter mit Daten zu versorgen, die auch vorhanden sind. Und an dieser Stelle haben wir da immer noch einen manuellen Prozess, der durch, sage ich mal, den Menschen, der dahinter diese Meldung auch machen muss, immer noch fehleranfällig sein kann und dementsprechend dann auch immer abhängig ist von der Person auch. Hier würden wir uns dann in der Digitalisierung gerade auch wünschen, dass eine standardisierte Schnittstelle zur Verfügung steht, die dann die automatisierten Meldungen auch gibt. Denn bei Corona ist dieser manuelle Vorgang sicherlich noch machbar gewesen, bei zukünftigen, vielleicht komplexeren Krankheitsbildern, die auftauchen könnten, dann nicht mehr so machbar. Es wäre ein durchgängiger, automatisierter Prozess, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Bereitstellung der vorhandenen Daten zur Verfügung stellt, wünschenswert, sodass man dann auch einen Echtzeitabruf in Anführungsstrichen der Daten zur Verfügung hätte. Der nächste ARK-Effekt betrifft die Forschungsseite der ganzen Thematik und eben gerade war ja das letzte Wort von der vorherigen Folie Echtzeitabruf von Daten. Wir haben tatsächlich sehr, sehr große Schwierigkeiten in der momentanen Infrastruktur, die auch bei uns sehr heterogen ist, Datenerhebungen einfach per Knopfdruck auszuleiten und bereitzustellen, Bereitstellung national als auch international zu gewährleisten. Und daher lautet unser konkreter Vorschlag, hier einen international standardisierten Pandemiedatensatz zu entwickeln, zu definieren, welcher eine automatische Ausleitung der Daten gewährleistet und denn dementsprechend für Forschung und Entwicklungszwecke nicht nur im universitären Umfeld, sondern im Forschungsumfeld, im biomedizinischen Umfeld, denn auch definitiv die Daten pseudonymisiert, anonymisiert zur Verfügung stellt, sprich auch Einbeziehung des Datenschutzes in diesem Prozess von Anfang an mit dem ganz klaren Ziel, auch Algorithmen, Big Data, auch vom Vorredner genannt, eben nutzen zu können, um Zusammenhänge schneller zu erkennen und Behandlungsansätze zu konkretisieren und auch zu beschleunigen. Ja, und da sind wir auch schon bei den Standards an der Stelle, um die Daten dann in irgendeiner Form für die Forschung und generell auch zur Verwendung zu sammeln. Es ist sicherlich der richtige Ansatz, auch die Apps, also die generelle Entwicklung der Apps und auch der medizinischen Informationsobjekte, auch der KISS-Systeme. Allerdings fehlt es uns hier auch an standardisierten Schnittstellen zur Verwendung der bereits vorhandenen Daten, um diese im Behandlungsprozess auch vernünftig einsetzen zu können.
Es ist auch da an der Stelle uns aufgefallen in der Erarbeitung unserer Strategie zur Digitalisierung unserer Krankenhäuser oder der Umsetzung der elektronischen Patientenakte in unseren Krankenhäusern, dass es hier keine eindeutige Zuordnung aller Patienten, jetzt mal unabhängig vom Versicherungsstatus, gibt. Und an der Stelle wäre ein Lösungsansatz, hier ein lebenslanges Kennzeichen auch zur Verfügung zu stellen, eine Patienten-ID, ähnlich wie der Steuer-ID, die dann halt zur Verknüpfung der Daten, zur einheitlichen oder eindeutigen Verknüpfung der Daten dienen sollte. Denn das Ziel sollte auf jeden Fall sein, eine behandlungsrelevante Daten schneller verfügbar zu machen, damit sie nicht mehrfach erhoben werden müssen und an den Stellen zur Verfügung stehen, wo wir sie auch brauchen. Ja, und da ist dann auch die Mobilität. Das war eines der nächsten Effekte, die wir dann hatten in dieser Zeit. Die Krankenhausinformationssystemhersteller bieten natürlich viele mobile Lösungen an, die unterschiedliche Entwicklungsstadien haben und auch unterschiedliche Bedienungsmöglichkeiten. Die Problematik hier drin ist allerdings, dass die Entwicklungszyklen einfach viel zu lang sind und wir ziemlich viele Bruchstellen in Design und Funktionalität haben. An der Stelle macht es für den Endanwender das Ganze nicht einfacher, diese dann auch bedienen zu können. Ein Lösungsansatz hierfür wäre eine plattformunabhängige Entwicklung, um eine einheitliche Bedienung und den Funktionsumfang sicherzustellen. Dann wäre es auch möglich, einen Prozess durchgängig zu digitalisieren, ohne Kompromisse machen zu müssen und dann auch eine einfache Anbindung von Apps zu hohem Innovationsgrad zu ermöglichen. Ja, der letzte Schmerzpunkt, auf den wir näher eingehen wollen, ist das Thema Finanzierbarkeit. Und das ist nicht nur unter den Gesichtspunkten zu sehen, Corona, aber letztendlich war auch Corona einer der Punkte, die ja zu mehr Visibilität der Digitalisierung bei uns im Krankenhausumfeld gesorgt haben. Und hier geht es einfach darum, dass wir natürlich schon durch den Krankenhausstrukturfonds da eine tolle Unterstützung haben. Letztendlich, wenn man die reinen Summen betrachtet, sind das, ja, ich nenne es mal ganz lapidar, so einmal Investitionsunterstützung, Tropfen auf den heißen Stein, weil uns natürlich vollkommen klar ist, auch im Rahmen der Investitionsrunden, die wir jährlich tätigen, dass wir als Verbund dort einfach mehr Kontinuität brauchen und eine über den normalen Investitionsbudget Verfügung stehenden Mitteln einfach Unterstützung benötigen. Darüber hinaus haben wir noch das Schwerpunkt, das Besondere an einem Verbund, dass wenn wir Gelder aus diesen Fonds abrufen wollen, wir jedes Mal vor der Frage stehen, naja, Berlin ist ja die Geschäftsstelle, gehen wir jetzt zu den Berliner Kollegen und reichen da einen Antrag ein oder machen wir das irgendwie in 7 Bundesländern? Das ist tatsächlich nicht immer einfach zu entscheiden und nicht einfach aus dem Grund, da es tatsächlich in den Bundesländern auch verschiedene Förderungsschwerpunkte gibt und dementsprechend natürlich die Kollegen in den Ländern auch anders angesprochen werden müssen. Unser Vorschlag an der Stelle lautet einfach ein klares Finanzierungsmodell. Vorhin kam das Thema auf Pauschalisierung, aber nicht mit der Gießkanne. Da würden wir gerne reingehen, aber wir wollen es gerne zweckgebunden als zusätzliches Investitionsbudget außerhalb des normalen Investitionsbudgets des Verbundes eben sehen. Eine Möglichkeit, wie man das sozusagen vom Gießkannenprinzip runterbrechen könnte, wäre ein Verteilerschlüssel anhand Anzahl der zu behandelnden Patienten oder Case-Mix-Punkte, das als einfache Ansätze zu nennen. Und uns wird es natürlich Planungssicherheit geben und letztendlich die Beschleunigung des Digitalisierungsgrades der Krankenhäuser ermöglichen. Und dabei meine ich mit Beschleunigung nicht, wir befinden uns ja nicht auf der Überholspur, sondern man muss ehrlich sein, die meisten der Häuser befinden sich, und da spreche ich jetzt tatsächlich für die meisten Grund- und Regelversorger, teilweise auch Einzelhäuser, die nicht einem großen Verbund angehören, ja nicht auf der Überholspur, sondern tatsächlich auf der Einfädelungsspur. Und da braucht man einfach mehr Kontinuität an der Stelle. Das bringt uns zur Zusammenfassung und im Ausblick. Leider, und da sind sich die Forscher einig, wird Corona höchstwahrscheinlich nicht die letzte Pandemie sein, die uns ereilen wird. So sehr ich da die Daumen drücke, dass es irgendwie nicht dazu kommt, auch dass Frau Grebe gesagt hat, dass die 500 Bettenkapazität irgendwann mal genutzt werden müssen für die Klinik, die dort in den Messehallen gebaut worden ist. Das heißt, wir müssen jetzt die Lessons learned aufgreifen. Das ist ja einer der Punkte heute, das einfach mal durchzugehen und zu schauen, was können wir lernen und was können wir auch für Anpassungen für die Zukunft vornehmen. Und für uns ganz wichtig an der Stelle ist, dass wir einfach die Standardisierung so weit vorantreiben müssen, um zunehmende Komplexität einfach beherrschen zu können, vor allen Dingen auch mit den Ressourcen, die wir jetzt haben, Fachkräftemangel hin oder her. Irgendjemand muss die Digitalisierung und die dahintergehende Infrastruktur betreuen, völlig unabhängig, ob
On-Premise oder als Cloud-Variante oder doch in eigenen Rechenzentrum, vielleicht in verschiedenen Verbünden mit Synergien. Und es geht darum, die prozessorientierte Digitalisierung mit einer hohen Automation auch voranzutreiben. Wir haben nichts davon, dass Prozessbrüche sind und dass wir Dinge immer wieder machen müssen mit manuellem Aufwand. Letztendlich, und das hoffe ich, dass das in der Diskussion noch ein bisschen mehr zum Tragen kommt, ist natürlich das Thema Menschlichkeit verbindet. Wir müssen die Menschen, und das heißt also alle in dem Krankenhaussektor, die dort arbeiten und die da wirklich einen Wahnsinnsjob machen, einfach mitnehmen, ärztlichen Bereich, pflegerischen Bereich, Verwaltungsbereich. Da gibt es viel auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da haben wir eher das Problem, dass wir an manchen Stellen, so doof das auch klingen mag, wir eher das Gefühl haben, dass da auch Überforderung stattfindet, dass uns gesagt wird, ihr seid zu schnell, ja, es sind zu viele Themen auf einmal. Ja, das Problem ist, wir müssen irgendwann ansetzen und wir müssen die Menschen allen mitnehmen. Vielen Dank an dieser Stelle. Herr Oesdorf, ich gebe das Wort zurück. Ja, der Dank kommt erstmal von mir. Also danke auch für diese offenen Einblicke in einen Verbund. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage dann noch von außen. Das können wir uns noch gönnen, auch bei knapper Zeit. Offenbar hat der Vinzenz-Verbund schon eine Idee, wie man die Gießkanne enger schnüren kann, die viel zitierte, über Case-Mix-Punkte. Das kann man ja schon mal direkt diskutieren. Versuchen wir mal in der Folge zu tun. Können wir jetzt nicht hier machen. Da kommt ein Hinweis aus der Regie. Okay. Das ist das eine. Und das zweite, die Frage von außen ist, jetzt haben wir hier den KISS-Spezialisten sitzen und den CIO. Die Frage war, wie wichtig wird das KISS, also das zentrale System im Krankenhaus, wie wichtig wird es denn sein 2025, 2030? Wie guckt eine Vinzenz-Gruppe drauf? Jetzt kann eigentlich erstmal nur Herr Freitag antworten, weil Herr Varos das Mikrofon fehlt. Wie wichtig ist uns das KISS dann noch? Also wir müssen natürlich irgendwie, wie auch da schon gesagt, zentral die Daten zur Verfügung haben, wo wir sie in der Behandlung brauchen, also die behandlungsrelevanten Daten unter Beachtung des Datenschutzes selbstverständlich. Aber wo sie letztendlich dann zur Verfügung stehen, ob sie dann im KISS zur Verfügung stehen, die Hauptsache ist, dass sie zur Verfügung stehen. Und das muss nicht zwingend in einem KISS sein. Ich würde jetzt auch nicht so viel verraten an der Stelle, was wir jetzt in der Strategie in irgendeiner Form vorgesehen haben. Aber die Daten müssen auf jeden Fall uns zur Verfügung stehen. Aber es muss nicht zwingend in einem KISS sein. Das ist da noch offen. Ja, da würde ich ganz kurz erweitern an der Stelle oder noch mal ganz kurz ergänzen. Ich bin absolut bei einem Freitag und bei der Meinung, dass wir einfach KISS-unabhängiger werden müssen in dem Bereich, auch viel schneller werden müssen. Das ist jetzt kein Vorwurf an die KISS-Hersteller, aber wir merken schon, dass auch die KISS-Hersteller mit einerseits mit den gesetzlichen Anforderungen, die sie natürlich jederzeit erfüllen müssen, andererseits auch mit den Entwicklungsleistungen, die wir teilweise Monate vorher abfordern müssen, damit wir sie überhaupt sichern können, gar nicht in der Lage sind, auch diese Geschwindigkeit tatsächlich einzuhalten. Und das bringt uns auf den Gedanken, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, mit offenen Schnittstellen, standardisiert, auch plattformunabhängig dort in Prozesse reinzugehen und anhand von Prozessen eben dieses KISS oder Extrakte des KISS eben zu nutzen, sodass wir einen eigenen Datenhafen haben, auf den wir jederzeit zurückgreifen. Und das sind einerseits die Prozesse und andererseits natürlich denn die Auswertung, alles, was in BI, Predictive BI oder Ähnliches reingeht. Das sind eben zwei Bereiche, die wir dort sehen. Kurze letzte Frage mit der Bitte um digitale Antwort. Muss das auf dem Campus vom Vinzenz sein oder darf das eine cloud-basierte KISS-Strategie sein? 0-1 Hybrid. Okay, geschickt rausgewunden. Also herzlichen Dank, Herr Freitag, herzlichen Dank, Herr Varos. Vielen Dank. Wir tauschen jetzt wieder durch sozusagen. Ja. Ich darf Sie von der Bühne bitten und das nächste Panel aufrufen. Wir kommen zur Diskussion zum Digitalstatus der deutschen Krankenhäuser. Das haben wir jetzt schon die ganze Zeit gemacht. Ich darf mir die persönliche Anmerkung erlauben. Ich finde es großartig, dass wir hier im Hub 3 Stunden über Krankenhäuser reden dürfen. Zur Corona-Bekämpfung waren natürlich alle Bereiche des sektoralen Gesundheitssystems wichtig. Wir reden aber heute bewusst über Krankenhäuser, auch in dem Wissen, dass natürlich auch der ambulante Bereich und auch vor allem der öffentliche Gesundheitsdienst Großes geleistet hat. Ich glaube, ich habe das eingangs schon gesagt in der Eröffnung, was uns durch die Krise jetzt so erfolgreich gebracht hat und auch erfolgreicher als viele andere Länder, ist nicht die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems oder die hervorragende Digitalisierung unserer Krankenhäuser. Ein kleiner Unfall, aber wir können weitermachen. Nicht die Digitalisierung der Krankenhäuser, sondern das Engagement der Menschen in diesen Krankenhäusern. Das kann aber kein Konzept sein, um damit in die nächste Welle und in die nächste Krise zu gehen. Das heißt, wir brauchen digitalisierte Krankenhäuser. Wir haben gerade gehört, wir brauchen Öffnungen zu cloud-basierten
KISS-Produkten. Und was wir in der ersten Diskussion, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich gesehen haben, wir müssen schauen, an welchen Messpunkten wir Digitalisierung fördern, damit sie in die Struktur einzahlt, sozusagen. Mit dieser Statuserhebung würde ich gerne in dieses Panel einführen, Diskussion zum Digitalstatus deutscher Krankenhäuser. Wir haben aus verschiedensten Institutionen tatsächlich jetzt Menschen hier, über die ich mich sehr freue. Und gebe mal an Julia. Genau, danke Ecki. Ich würde erstmal anfangen, einige unserer Gäste vorzustellen. Und da darf ich anfangen mit Markus Holzbrecher-Moris. Er ist Geschäftsführer der in der DKG zuständig für IT, Datenaustausch und E-Health. Herzlich willkommen in unserer Runde. Und an seiner Seite sitzt Henning Schneider. Er ist CIO der Asklepios Kliniken. Auch herzlich willkommen. Hallo. Mir gehört die andere Seite sozusagen. Ich freue mich sehr, Wolf Boos hier zu haben. Wolf Boos war bis vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht genau bis wann, regionaler Medizincontroller der Helios. Also die Helios als tatsächlich größte Krankenhausgruppe im Land oder Europas und damit natürlich auch ein gewisses Dickschiff sozusagen. Sie haben aber jetzt ihre Rolle gewandelt aus dem Medizincontrolling hin in die Standardisierung von IT-Prozessen und werden dabei wahrscheinlich auch nicht vergessen haben, was sie in vielen Jahren Medizincontrolling mitgenommen haben. Und das ist der Fokus, zu dem ich Ihnen heute Fragen stellen werde, bestimmt auch irgendwie bohrend. Und wer da noch fehlt, last but not least, ist Bernhard Kalmer, auch ein Mann, der schon viele Hüte auf hatte, hier vor allem auch in Bezug zum BVIDG, also jenem Verband, der sich um die IT im Krankenhauswesen kümmert, jetzt aktuell Geschäftsführer der neuen KISS GmbH, der CGM. Danke, Ecki. Und ich darf dann einsteigen und direkt eine erste Frage an Herrn Holzbrecher-Moris stellen. Jetzt wissen wir ja, dass die Krankenhäuser in Deutschland im Schnitt so rund 2,5% ihres Umsatzes für IT aufwenden. So, das ist die Ausgangslage. Gleichzeitig haben wir jetzt ein nicht insignifikantes Konjunkturpaket, aber wie weit bringt das denn die deutschen Krankenhäuser? Was ist da Ihre Einschätzung? Ja, ich glaube, das Thema Kosten und auch die Frage, wie viel wir seit den letzten Jahren vor uns herschieben, das ist heute schon mal ein paar Mal angeklungen. Ich glaube, auch mit den Beträgen, die jetzt gerade dort im Raum stehen, wird man vielleicht eher Impulse setzen können, als einen Investitionsstau aus den letzten Jahren dort aufholen zu können. Und das ist vielleicht dann auch die ganz spannende Frage, was mache ich mit dem Geld? Wo priorisiere ich dort? Ich will jetzt nicht das Wort Gießkanne nochmal in den Mund nehmen, aber schon die Frage, wo kann ich sinnvoll investieren? Das wird sicherlich auch von Standort zu Standort unterschiedlich sein. Das ist auch die Frage, wie man das dann auch ein Stück weit, Herr Gass hat es gesagt, mit Rahmenbedingungen versieht. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt zu glauben, dass mit den Beträgen, mit denen da jetzt jongliert wird, dann alles gut wäre. Wir haben im vergangenen Jahr zu unserem Branchensicherheitsstandard mal eine Erhebung der Kosten gemacht. Wenn ich das ins Verhältnis setze, da sind die 3-4 Milliarden, die wir da jetzt rechnen, relativ schnell aufgebraucht. Also insoweit wird es eher darum gehen, Impulse zu setzen, zu schauen, wo kann man am ehesten dann auch anfangen. Und dann muss man natürlich auch schauen, Herr Ludewig hat es eben nochmal angesprochen, die Länder kann man an der Stelle nicht aus der Verantwortung lassen. Das Geld jetzt vom Bund, sicherlich für uns wichtig, für Impulse, aber da muss man schauen, wie sich das dann auch verstetigt über die nächsten Jahre. Also ein guter Anfang, aber es ist noch einiges Weg bis zum Summit quasi der Digitalisierung. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Ja, gut. Das nehmen wir, das hören wir, glaube ich, doch auch alle gerne. Herr Boos, jetzt das, was Herr Holzbrecher-Moris angesprochen hat, klingt natürlich auch sehr stark danach für mich und so ist es ja oft auch gesehen, dass erstmal werden viele Kosten verursacht, die Krankenhäuser nur schwierig stemmen können. Jetzt, ich habe ja vorhin schon damit angegeben, dass meine BWL-Kenntnisse ja eingeschränkt sind, aber die Controller haben ja oft einen sehr, sehr guten Überblick über all das, was passiert. Und wenn Sie mit Ihrem Blick auf diese Möglichkeiten blicken, welche Chancen bietet euch die Digitalisierung? Und jetzt diesmal auch aus Ihrer Perspektive als Medizincontroller für ein Krankenhaus, nicht nur für die intersektorale Versorgung für den Patienten, sondern auch für das Krankenhaus individuell betrachtet. Also erstmal muss man, um das vielleicht nochmal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass diese 3 oder 3,9 Milliarden, von denen wir gerade sprechen, entsprechen ja im Grunde genommen der Summe, die der Krankenhausfinanzierung jedes Jahr eigentlich im Infrastrukturbereich fehlt. Insofern eint uns, glaube ich, alle so ein bisschen die Angst, dass
das mehr oder weniger verpufft, also nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wenn man jetzt in die Praxis guckt, dann finden wir da natürlich im Alltag einen sehr, sehr bunten Flickenteppich von digitalen, teildigitalen oder auch nicht digitalen Lösungen. Insofern findet man da, glaube ich, ohne Probleme jede Menge Bereiche, in die es sich lohnt zu investieren. Es wird darum gehen, zu schauen, wo bringen wir das Geld sinnvoll hin? Das heißt, wo tun wir mit dem Geld dann auch das Richtige? Und wenn man sich allein so ein bisschen diese Regulatorik der letzten Jahre anschaut, was wir auch an Meldungen aus den Krankenhäusern generieren, die vielfach, wie es schon angesprochen wurde, so Doing by Excel dann auch entstehen, dann kriegt man da sehr schnell einen sehr plastischen Blick dafür, wo wir momentan Ressourcen für Dinge aufwenden, die meiner Meinung nach im Jahr 2020 deutlich einfacher und deutlich besser digital abzubilden wären. Also es geht jetzt gar nicht mal darum, Digitalisierung jetzt um der Digitalisierung willen durchzuführen, sondern schlicht und einfach auch die Menschen ein Stück weit zu entlasten von dem, was an Messbarkeiten jetzt schon da ist oder auch von der Politik, vom Gesetzgeber, von den Landesbehörden abgefordert wird, das dann eben auch vernünftig bedienen zu können. Das lässt sich zwanglos fortsetzen über die medizinischen Bereiche. Wenn ich allein an die Kommunikation mit Krankenkassen oder dem medizinischen Dienst denke, auch das ist häufig auf einem Niveau, was dem Jahre 2020 nicht mehr angemessen ist, wo ich auch glaube, dass da viel Ressource verwendet wird für Dinge, die irgendwie besser und einfacher gehen können. Es lässt sich, wie gesagt, zwanglos fortsetzen, auch als weiteres Beispiel präklinische Notfallversorgung vernetzt mit den Krankenhäusern. Auch da haben wir einen bunten föderalen Flickenteppich, von dem ich mir sehr wünschen würde, dass man einen bundeseinheitlichen Standard hoffentlich auch einziehen könnte und es den Krankenhäusern und eben auch den Teilnehmern am Gesundheitswesen ermöglicht, einheitlich, schnell und schlank und sicher auch zu kommunizieren. Also Kommunikation und Informationen sowohl für die Krankenhäuser ihrem externen Umfeld, also mit anderen Bereichen der Versorgung, aber auch intern, wenn ich Sie da richtig verstehe. Definitiv auch intern. Wir haben, glaube ich, wenn wir uns jetzt unsere nicht mehr 2000 Krankenhäuser in Deutschland anschauen, finden wir da jeden Digitalisierungsgrad, den man sich so vorstellen kann. Zum Teil auch von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Also begonnen bei Zettel und Papier bis hin zu hochgradig durchdigitalisierten Bereichen. Also auch innerhalb der Krankenhäuser ist es manchmal schwierig, eine Einigkeit zu finden, was verstehen wir denn unter Digitalisierung, beziehungsweise wo wollen wir denn überhaupt hin? Das ist definitiv eine Führungsaufgabe, die aber über mehrere Schichten, über mehrere Ebenen einmal durchdefiniert sein muss und die eigentlich einer bundeseinheitlichen Zielvorgabe bedarf. Ich würde Herrn Bost gleich noch ein bisschen grillen wollen, mache ich dann auch. War Ihnen schon mal vor, das ist nett. Aber vielleicht noch mal eine Einlassung auf Sie und auch auf Sie, Herr Holzbrecher-Morris. Ich habe die Rechnung auch mal aufgemacht. Und wenn wir von 1.900 Krankenhäusern ausgehen oder vielleicht auch weniger und von diesen 4 Milliarden, sind das immerhin erkleckliche über 2 Millionen Euro, die Krankenhäuser dann zweckgebunden für Digitalisierung aufwenden können. Also es ist ja nicht so, dass da wenig Geld zu verbauen wäre, dass man erstmal unterbringen muss in seine Prozesse. Und vielleicht können wir da in der Folge auch nochmal drüber sprechen. Ich frage aber jetzt mal jemanden, der die Aufgabe hat, dann mit diesen Mitteln auch umzugehen, ob er sie hat oder nicht und ob er sie bekommt oder nicht, denn Digitalisierung ist wichtig, Herr Schneider. Sie haben das gemacht fürs Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf, quasi das höchst digitalisierte Haus nach der schon zitierten MRAM-Stufe in Europa, mal 7, jetzt 6, wie die Lesart auch immer ist, ja, und jetzt eben als CIO für die Asklepios. Ich würde Ihnen gern die gleiche Frage stellen, die ich eingangs Frau Grebe gestellt habe. Kann es sich eine Stadt oder eine Struktur oder auch ein Stadtstaat wie Hamburg leisten, nur Asklepios zu denken oder nur LBK zu denken oder nur UKE zu denken? Oder ist es nicht ganz unabhängig von den Geldern wichtig, seine Kräfte zu bündeln, um zumindest basale Infrastrukturen in der IT gemeinsam hinzustellen? Das kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube, Herr Boos hat es eben auch gesagt, Digitalisierung ist Führung, ist eine ganz große Führungsaufgabe. Und die Führung geht aus meiner Sicht auch über die einzelne Klinik hinaus. Wir haben unheimlich heterogene Strukturen heute, die einfach gewachsen sind. Und wenn man 5 CIOs, IT-Leiter in einen Raum setzt, zusammen mit einem IT-Hersteller, wird jeder einzelne andere Anforderungen definieren, was jetzt der wichtigste Punkt ist, was der Hersteller als nächstes entwickeln muss.
Und ich habe auch die Sorge, dass wir so tatsächlich auch nach Gießkannenprinzip das Geld sehr schnell ausgeben, ohne dass es den Effekt erzielt, den wir erzielen könnten. Und ich glaube ganz stark daran, dass wir eine starke Führung brauchen, dass wir ein Konzept brauchen, was am Ende mit Digitalisierung erreicht werden soll. Dass man also das Ergebnis vorschreibt, dass man den Prozess vorschreibt, den man erreichen möchte. Und das tatsächlich, damit gehe ich fest von aus, und es machen uns andere Industrien vor, Mercedes und BMW entwickeln zusammen das Thema autonomes Fahren und Fahrkonzepte. Und ich glaube, dass wir uns von diesen Branchen, wenn es um Digitalisierung geht, tatsächlich ein Stück weit das abgucken können, dass wir sagen, wenn man Digitalisierung in einem vernünftigen Kostenrahmen machen möchte, dann funktioniert das Ganze nur, wenn wir das Ganze über Plattformen machen, wenn wir das Ganze abgestimmt machen, wenn wir sagen, unseren Wettbewerb, den wir zwischen Kliniken haben, den stellen wir ein ganzes Stück zurück und wir überlegen mal, was für Infrastrukturen brauchen wir darunter, um auf Plattformen den Wettbewerb zu fördern und den Wettbewerb und die Gesundheitsversorgung weiter voranzubringen. Ich glaube, das würde ganz viel dieser Diskussion um Schnittstellen und der Diskussion um dann heterogene Systeme entgegenwirken. Ja, dann frage ich nochmal nach, zweiteilig und komplex, ja, wie ich es so gerne mache. Was heißt das denn konkret? Also heißt das in Ihrem Fall, die Asklepios gibt vor und die anderen folgen sozusagen? Also Sie managen das für Hamburg und Teil 2 fuchst es Sie, wenn Frau Grebe sagt, dass man in Berlin schon viel weiter ist? Letzteres fuchst mich. Ich finde den Wettbewerb, aber das ist super, weil ich ganz ehrlich, wir brauchen diesen Wettbewerb. Und den Wettbewerb zwischen Städten wie Berlin und Hamburg, der tut beiden Städten nur gut. Und ich finde diesen Wettbewerb hervorragend, sei es im Fußball, wo wir im Augenblick in Hamburg wirklich nicht mitreden können mit Berlin. Aber den können wir auf ganz vielen Ebenen führen. Und ich glaube, sich gegenseitig zu challengen und zu sagen, wie weit ist jetzt die eine Region mit dem Thema Digitalisierung, wo haben die gute Konzepte entwickelt? In Hamburg haben wir das antragslose Kindergeld entwickelt, so rum. Und das in ganz Deutschland weiter ausgeführt. Ein tolles Projekt, wo man sagen kann, da ist was Tolles entstanden. Jetzt gibt es in anderen Ländern, Bundesländern gute Konzepte. Und ich glaube, diese Konzepte zusammenzubringen und darauf weiter auszubauen, ist der Weg, wie man Digitalisierung am intelligentesten einsetzen kann. Und ich zu der ersten Frage, natürlich nicht, dass Asklepios alles vorgibt, sondern ich glaube, wir, wie ich eben schon sagte, wir haben einen Best of Breed. Wir sollten untereinander uns öffnen, uns gegenseitig zeigen, wo wir im Thema Digitalisierung stehen und offen sein für gute Konzepte und nicht gute Konzepte nur deswegen ablehnen, weil sie vom Wettbewerber kommen. Mit Helios, mit Sana, wir sind untereinander in ganz tollen Abstimmungen und leben das heute bereits und bringen das voran. Und das aber noch in Regionen, gerade zum Beispiel auch in Hamburg mit 37 Krankenhäusern, von denen ich glaube knapp 30, 28 ihr eigenes Rechenzentrum haben. Das ist eine Infrastruktur, die werden wir so nicht aufrechterhalten können. Und wenn wir für 28 Rechenzentren jetzt den Strukturfonds nutzen sollen, um Digitalisierung voranzubringen, müssen wir 28 Mal das gleiche Rechenzentrum tun. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Geld an falscher Stelle ausgegeben. Okay. Mehr Synergien, das klingt, glaube ich, nach einer sinnvollen Idee. Ja. Welche Hürde sind denn dabei dann die Landesgrenzen? Jetzt haben wir sehr stark über Hamburg gesprochen. Berlin existiert ja auch dann oft in diesem Zusammenspiel zwischen Berlin und Brandenburg mit einem größeren Konzept. Welche Hürde, vielleicht auch als Frage an Sie, die Bundesländerstrukturen, verhindern die Synergien oder ist der Wettbewerb zwischen den Bundesländern gut und wie schätzen Sie das ein? Vielleicht auch Sie beide. Also ich halte diese jegliche Abgrenzung selbst, also ich glaube eben auch in Richtung Europa gucken und auch in USA gucken. Die gute, man kann viel über die USA sagen, aber sie haben viele gute Konzepte entwickelt zum Thema Förderung von Digitalisierung. Und ganz ehrlich, wenn man auf die ganz großen internationalen Messen fährt und da IT-Lern oder auch zwischen Krankenhäusern spricht, ich sage mal, da treffen sich 40.000, 50.000 Leute, alle haben dieselben Probleme. Die Probleme sind egal vom Gesundheitssystem die gleichen. Und insofern ist tatsächlich der Austausch international ein ganz wichtiger Punkt und das komplette Überschreiten von jeglicher Art von Ländergrenzen ein wichtiger Punkt. Wenn ich das ergänzen darf, also an der Stelle, Föderalismus hat natürlich seine Berechtigung. Wir sehen aber auch an ganz vielen Stellen, wo es eben dann auch zu Problemen kommt. Wenn ich sehe, Datenschutzrecht zwischen Bayern und Hamburg, ja, da machen Sie mal ein gemeinsames Rechenzentrum. Dann steht man schon vor dem ersten konkreten Problem, dass in Bayern die Daten die Scholle nicht verlassen dürfen. Und da hilft das natürlich nicht. Auch die unterschiedliche Zierung in den Bundesländern, soweit ich das sehe,
ist die Finanzierung nicht wirklich überall gut, aber sie ist manchmal noch schlechter als woanders. Und natürlich ist es sinnvoller, wenn man da an der einen oder anderen Stelle nochmal zu einer Vereinheitlichung kommt. Aber die Fragen stellen sich ja im Leben der Kranken schon. Auch die Frage jetzt nochmal, um den Bogen ganz kurz zu spannen, wofür gebe ich Geld aus? Die Frage steht ja nicht im luftleeren Raum. Die Krankenhäuser machen sich ja nicht jetzt erst Gedanken, wofür sie Geld ausgeben, sondern ist ja eingebettet in Überlegungen, die es seit Jahren gibt. Also insoweit den Satz von eben, den Krankenhäusern vorschreiben, wofür sie das Geld ausgeben, den würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Zweckbindung, ja. Zielerreichung, auch messen, ja. Aber wofür das dann im Einzelnen, in einem konkreten Standort, auch vielleicht Standort A anders als Standort B aussieht, das muss man dann sicherlich auch nochmal den Krankenhäusern überlassen. Vielleicht können wir aber auch aus der Historie lernen sozusagen. Ich würde gerne mal Herrn Kalmer damit konfrontieren, mit einem steilen Statement und mal sagen, es muss ja einen Grund geben dafür, dass Krankenhäuser bisher nicht so digital waren, wie es dem Industrieland Deutschland gut zu Gesicht stünde. Jetzt kann man sagen, wir hatten nie das Geld dafür oder die Gelder waren falsch allokiert. Das ist aber wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich könnte auch sagen, die KISS-Hersteller haben bisher die falschen Systeme dahingestellt. Und die Krankenhäuser konnten es nicht aus dem Regal kaufen, einfach installieren und dann digital sein. Wo sehen Sie die Gründe und dann vor allem, was kann man daraus ableiten, um es zukünftig besser zu machen? Ich glaube, der Schlüssel und das Kernproblem ist tatsächlich die Finanzierungsfrage. Das DRG-System sieht keine Position für Digitalisierung oder für den Einsatz von IT vor. Die Investitionsfinanzierung ist wie immer eine Gießkanne über das ganze Krankenhaus und ob ich daraus ein Krankenhausbett kaufe, einen neuen Bildschirm oder ein Stück Software, das ist dann dem einzelnen Krankenhaus überlassen. Wir haben ein Defizit aufgestaut, wenn ich Sie richtig verstanden habe, von fast 30 Milliarden und das werden wir so nicht lösen können und nicht aufheben können. Also von daher glaube ich, ist die Wurzel des Problems tatsächlich, dass Digitalisierung immer einen Return on Invest haben musste. Zweites Problem, die Grenzverweildauer eines durchschnittlichen Verwaltungsdirektors in einem deutschen Krankenhaus ist nicht nur durch die Klinikketten deutlich unter 3 Jahre gesunken. Das heißt, wenn ich ein IT-Projekt anfange, von dem ich weiß, es ist ein Change-Prozess, weil ich ganze Abteilungen auf einen neuen Arbeitsweg einstellen muss, dann sind 3 Jahre verflixt schnell. Wenn ich das nicht im ersten 100 Tagen sozusagen entschieden habe, habe ich die Früchte am Ende dieses Prozesses nicht mehr. Und das ist oft ein Hinderungsgrund zu sagen, gerade in den personenstarken Bereichen, wenn in der Pflege und in der ärztlichen Versorgung nicht nur eine Fachabteilung umgestellt werden muss, sondern das ganze Krankenhaus, dann gehen wir substanziell an die Prozesse. Und diese Veränderung ist aufwendig, auch in der Change Management. Ich glaube, da können wir aus dem Medizincontrolling eine Menge dazu sagen. Und das sind die 2 großen Bremsschuhe. Dann ist aufgrund der knappen Mittel, ich sage das mal sehr despektierlich, hat Deutschland am Ende genau den Preis für IT bezahlt, den sie bezahlen konnten. Und die Hersteller haben genau das geliefert, was sie zu diesem Preis herstellen können. Ich glaube, wenn man heute eine einzelne, ich mache das immer gerne an SAP-Lizenzen fest, weil sie weltweit sozusagen normiert sind. Und wenn man in Deutschland 1.000 Euro für eine SAP-Lizenz bezahlt, bezahlt man in den Niederlanden etwa 4.000, in der Schweiz etwa 6.000 und in den USA etwa 11.000 Euro für das genau gleiche Stück Software. Das macht ein bisschen deutlich, dass wir hier an einer Preisuntergrenze sind, in der nur das Nötigste tatsächlich gemacht werden kann. Insofern freue ich mich sehr über diese Innovation in die sozusagen Digitalisierung, über die Idee, dieses Menge Geld hineinzustecken. Meine Sorge ist dreigeteilt. Erstens, das Geld wird versenkt in Kabel, in WLAN oder in Router oder in Cybersecurity. Das ist meiner Meinung nach ein Investitionspaket. Vor 150 Jahren hatte kein Krankenhaus in Deutschland Strom und Licht. Heute gehört die Notstromaggregatversorgung eines Krankenhauses ganz normal zu den Investitionskosten im Bau. Die Herstellung eines neuen WLAN ist aber Investitionsfördermittel pauschalen Verwendung. Das heißt, wir sind da plötzlich wieder in ganz anderen Töpfen unterwegs. Meiner Meinung nach brauchen wir dort Klarheit, dass Infrastruktur eben heute ohne Digitalisierung, ohne Datenaustausch, ohne Netzwerk einfach nicht mehr funktioniert. Genauso wie Strom.
Das Zweite, die Summe Geld, die wir eben an Berechnungen hatten, die 2 Millionen mal salopp in den Raum gestellt, sind genau ein Robotik im OP-Projekt. Dann ist das Geld weg. Wenn wir also gleichzeitig über Digitalisierung, Robotik im OP denken, und ich bin überhaupt nicht dagegen, also bitte verstehen Sie mich da nicht falsch, aber dann ist einer ganz kleinen Organisationseinheit geholfen, auch modernste Medizin tatsächlich machen zu können. Aus meiner Sicht möglicherweise nicht die richtige Idee, Digitalisierung zu denken. Digitalisierung muss am Ende den Gesamtprozess der Versorgung besser machen. Und das war ja die Ausgangslage bei Corona, dass wir uns gefragt haben, wie kann ich anstelle der hohen persönlichen Einsätze der Menschen am Ende einen Prozess generieren, der viel einfacher und automatisch gestützt verläuft. Und deswegen erste Aufgabe, Digitalisierung genauer denken und dann sozusagen auch Benchmarks festlegen, Regulierungen festlegen. Das ist unsere letzte große Sorge aus der Industrie, dass wenn maßgebliche Player aus dem deutschen Selbstverwaltungsorganen wenig Interesse haben, bestimmte Projekte zu treiben, dann liegen sie sehr schnell brach. Das ist sozusagen ein systemischer Haken am Strukturfonds. Ich wünsche uns allen, dass es uns gemeinsam gelingt, dafür Mechanismen zu finden, auch den Bedenkenträgern in unserer Republik die Perspektiven aufzuzeigen. Okay, danke auch für diese komplexe Antwort. Ich würde mal ein Gedankenspiel wagen und das einmal in die Runde geben sozusagen und jeden mal vielleicht um eine relativ kurze Antwort bitten. Wir können dann vielleicht so anfangen bei Herrn Sprecher Moritz. Wenn wir uns mal davon lösen, dass die Patientendaten zwingend auf dem Campus liegen müssen und vielleicht sogar auch gar nicht mehr zwingend im Bundesland, sondern wenn wir vielleicht eine andere Lesart von Datenschutz im Patientenbereich bekommen, den wir nicht umgehen wollen, sondern den wir diskutieren möchten, dann kommen wir zu einer Möglichkeit, ein KISS Cloud-zentriert zu betreiben, so wie ich es hier gehört habe, was die Basis sein könnte, um mit moderneren Prozessen zu arbeiten, was auch die Antwort darauf sein könnte, dass wir ganz viel dieser Gelder benutzen, um überall gleiche Infrastrukturen wieder aufzubauen und sie sicher zu machen. Also die Theorie wäre, eine Cloud-basierte und standardisierte KISS-Strategie zu fahren, von der alle profitieren könnten, um die Gelder an die richtige Stelle zu bekommen, sodass sie patientenzentriert wirken können. Halten Sie das für möglich? Wo sehen Sie einen Hemmschuh? Oder halten Sie das für erstrebenswert zumindest? Vielleicht zwei Sätze von jedem Beginn bei Herrn Holzbrecher-Moris. Naja, ich denke, unter den jetzigen Rahmenbedingungen, sowohl rechtlich als auch technologisch, wäre es durchaus an der einen oder anderen Stelle schon schwierig. Technologisch, das kriegt man sicherlich noch in den Griff. Aber man darf nicht vergessen, dass man über solche vielleicht sogar als disruptiv wahrgenommenen Veränderungen auch das Selbstverständnis an der einen oder anderen Stelle auch von Berufsgruppen natürlich auch in Frage stellt. Also alles, was ich technisch machen kann, ist das eine. Aber wenn ich natürlich Strukturen zentralisiere, auch in KISS zentralisiere, wo ich dann sage, bei mehreren Standorten, ich befunde nur noch an dem einen Standort und alles, was da hingeht, oder was da kommt, wird genau dort befunden. Was machen die anderen Standorte? Muss ich natürlich mitdenken. Technologisch ist da sicherlich viel möglich. Datenschutz, Sie hatten es angesprochen, wir denken uns das gängig. Könnte man sicherlich darüber nachdenken. Aber heute sehe ich das an dieser Stelle noch nicht. Macht das die Asklepios nicht längst, Herr Schneider? So machen wir es nicht. Ich glaube daran, dass wir in dem Augenblick, wo wir den Patienten aktiv damit hineinbringen, das heißt, der Patient sieht, was mit den Daten passiert, tatsächlich auch unter heutigen Datenschutzregularien schon eine ganze Menge mehr möglich ist. Die größte Herausforderung, die wir am Ende haben, ist, den Patienten digital damit in das Spiel mit reinzubringen. Heute ist der Patient, also der digitale Austausch mit dem Patienten, den sehe ich heute als unsere größte Hürde, um datenschutzrechtlich sauber zu arbeiten. Wenn wir die Patienten fragen, was dürfen wir mit deinen Daten tun, dürfen wir sie zentral speichern und wir könnten das flexibel und einfach elektronisch mit dem Patienten austauschen und ihm zeigen, was wir tun mit den Daten, dann hätten wir aus meiner Sicht eine ganz große Öffnung. Wir haben es damals am UKE lange diskutiert, wie wir diese zentrale Akte hinbekommen und jeder Patient wurde gefragt, dürfen wir deine Daten zentral speichern? Und es ist in 8 Jahren, glaube ich, 2 oder 3 Mal vorgekommen, dass ein Patient wirklich gesagt hat, nein, ich möchte es nicht. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient dem widerspricht, die ist so gering und wir bremsen uns an dieser Stelle so stark, weil wir immer wieder auf diese, ich sag mal, 2, 3 Fälle, die es überhaupt gibt, so viel Rücksicht nehmen, dass wir alles andere bremsen. Und ich glaube,
wenn wir dieses schaffen, dann sind tatsächlich solche Szenarien möglich. Ich würde eher es beschreiben, als dass wir die Daten zentralisieren und die Logik, was in den Prozessen passiert, das tatsächlich an den Kliniken lassen. Aber wenn wir eine Chance finden, Daten zentraler zu managen, vielleicht nicht an einem Standort, aber zentraler zu managen und zu sagen, wir trennen das von dieser Logik des KISS, dann ist das ein total spannendes und aus meiner Sicht gewinnbringendes Konzept. Und da sagt nochmal einer, ITler sind nicht wortgewaltig. Vielen Dank. Herr Boos, vielleicht nochmal zurück zu den Medizincontrolling-Routen. Medizincontroller braucht doch eigentlich nur Excel und vielleicht eine S4HANA-Installation, dann ist er glücklich. Was will denn ein Medizincontroller von einem standardisierten, cloudbasierten KISS? Oh, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das Thema Cloud weckt ja allein durch den Begriff schon zum Teil Ängste, muss man sagen. Weil jeder Rechenzentrum. Genau, ne, wenn man sagt, das, was wir früher Rechenzentren nannten, die also vielleicht auch an einem Krankenhaus lokalisiert sind, dann ist das ja was anderes, als wenn wir jetzt beispielsweise von Amazon Cloud oder Ähnlichem sprechen. Das taucht ja vielfach sofort in einem Kopf auf. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Vertrauen sowohl der Anwender, aber auch der Patienten zu gewinnen für diese Lösung, weil ansonsten, wir diskutieren darüber, ob wir einer Gematik vertrauen können oder einer elektronischen Patientenakte, da geht es ja häufig schon los. Und ich glaube, dass die Krankenhäuser da schon ein Stück weit noch einen Vertrauensvorschuss haben, weil sie verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Dass wir ein Stück weit mehr oder weniger verpflichtet sind oder einfach im Prozess gut daran tun, Daten zu zentralisieren, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Und das wird auch dem Anwender vermittelbar sein. Das ist ja häufig auch, passiert es ja heute schon, ohne dass es irgendwie transparent wird. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich genau diese Themen, Datenintegrität, IT-Sicherheit, Datenschutz, müssen wir natürlich in unserem Rechtsrahmen mit betrachten und sicherstellen, dass es funktioniert. Und da denke ich jetzt gerade, wir hatten so ein bisschen über Grenzen schon gesprochen. Die Pandemie hat uns gezeigt, nichts ist so irrelevant wie eine Grenze, eine nationale Grenze, eine Landesgrenze, eine Sektorengrenze, eine Trägergrenze, was auch immer. Ich glaube, wir tun gut daran, über diese Grenzen hinwegzudenken und auch in diesem europäischen Rahmen weiterzudenken. Da gibt es ja schon durchaus Denkansätze mit diesem europäischen Datenraum. Das halte ich für sehr wertvoll, das weiterzuentwickeln, auch um Gegenpol zu, was weiß ich, diesen US-amerikanischen Ansätzen dann eben auch zu bieten. Ja, aber der Medizincontroller möchte natürlich immer alles sofort auf einem Haufen, damit er also das optimale Ergebnis für das Thema Abrechnung dann zusammen hat. Es war schwer mit den kurzen Sätzen, aber ich hätte es auch nicht anders gemacht. Herr Kalmer, trotzdem die Bitte, es kurz zu machen. Ich versuche es mal. Es ist alternativlos, weil wir brauchen einmal, wenn wir in der Verzahnung ambulant-stationär weiterdenken und weiterkommen wollen, einen eher longitudinal als episodinal angelegten Datensatz. Zweitens, wenn wir in künstliche Intelligenz und nicht selber aus dem Markt schießen wollen, dann wäre es sehr hilfreich, wenn wir die Daten in größerer Menge allokierbar und auswertbar zur Verfügung stellen, damit unsere Menschen, die in der Forschung sind, tatsächlich auch unser Land und unser Wissen nach vorne bringen. Okay. Wir hatten jetzt vor allem auf Slido gerade eine Diskussion darüber, dass der Stream down war, also Infrastruktur. Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Wir hoffen, wir sind wieder da. Ich glaube, viele der Fragen, die tatsächlich auch auf Slido kamen, betrafen Hürden im Einsatz von Cloud-Technologien. Darüber haben wir gesprochen. Es gab auch eine intensive Diskussion darüber, naja, wie ist das mit dem Wettbewerb? Wann ist der förderlich und wann geht es eigentlich darum, eine gute Versorgung abzuliefern? Ich glaube, das Ziel bleibt erhalten. Aber wenn man sich da gegenseitig anspornt, das in einem auf einem Weg zu tun, der vielleicht besonders gut, besonders effizient, besonders patientenorientiert sind, kann man da noch mehr gewinnen. Es kam eine interessante Frage auf, sollte man ein unabhängiges Institut schaffen, das Digitalisierung treibt, standardisiert und organisiert und die Häuser, die mitmachen, belohnt? Ja. Wenn man das wieder vielleicht mal nur fragen. Vielleicht nur so ja oder nein oder so ein Daumen hoch oder Daumen runter auf so eine Frage. Das ist Bauchgefühl. Eindeutig ja. Ja? Was hilft, ja. Was, wenn es hilft, ja. ONC in USA als Vorbild nehmen, dreistufig arbeiten mit Bonus- und Malus-Systemen, dann rocken wir das Boot. ONC als Stichwort, das ist Office of National Coordinators of Health IT, Kurzübersetzung, also spannender Ansatz. Ihr Gefühl bei so einem Ansatz? Wir brauchen eine gemeinsame Strategie, die muss gesteuert werden. Wer es tut, ist uns, glaube ich, am Ende egal, aber es muss jemanden geben, der es tut. Okay, ist ein starkes Statement zum Schluss. Wir haben hier das gleiche Luxusproblem wie in den anderen Diskussionen, die wir heute schon hatten. Das kann man noch 3 Stunden länger machen und es wäre auch sinnvoll, es 3 Stunden länger zu machen. Die Zeit haben wir leider nicht. Wir bedanken uns
bei Holzbrecher-Moritz, bei Herrn Schneider, bei Herrn Boos, bei Herrn Kalmer. Wir machen jetzt eine 10-minütige Pause, die wir tatsächlich auch benötigen, um einmal durchzuatmen nach diesen engagierten Diskussionen und machen dann weiter mit der Versorgungsrealität zwischen den Unikliniken und dem Landarzt. Also was kommt von all dem in der Digitalisierung denn beim Patienten an und was auch nicht, und wie müssen wir das weiterentwickeln. Das heißt, wir hören und sehen uns wieder, dann technisch aufgemöbelt, auch um 15.55 Uhr. Und ich danke Ihnen erstmal für die Runde. Ja, vielen Dank. Danke auch. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir hier sind. Ich finde ganz toll, dass wir in unserem Titel, das ist mir aufgefallen, eigentlich schon alle Beteiligten drin haben. Wir haben die an der Patient Journey beteiligt sind, das Universitätsklinikum, wir haben den Landarzt mit drin und natürlich die wichtigsten überhaupt, nämlich die Patienten. Und denn die ganze Party, die wir hier machen im Gesundheitswesen sozusagen, ist ja für die Patienten da. Und ich möchte gerne zunächst meine beiden Gäste ganz kurz vorstellen. Das ist zum einen Frau Dr. Diehl, Radiologin, Neuroradiologin, die aber auch eine große Managementkompetenz hat. Und sie kommt als Digital Change Managerin aus der Uniklinik Essen. Das sind sie dort, glaube ich, seit ungefähr einem gut anderthalb Jahren. Sie hat aber vorher in anderen Positionen, unter anderem im Landeszentrum Gesundheit NRW, denke ich, einen Blick fürs Ganze auch bekommen. Also das heißt, sie hat einen Blick hinaus über das eigene Krankenhaus und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Diskussion, die wir heute jetzt hier führen. Und auf der anderen Seite habe ich hier als zweiten Gast, freue ich mich, Peter Gocke begrüßen zu dürfen. Auch er ist Radiologe und er ist seit April 2017, also jetzt seit gut 3 Jahren, der Chief Digital Officer, ich glaube der erste mit dieser Bezeichnung in einer deutschen Universitätsklinik. Und ich habe von ihm unter anderem ein Statement gelesen, was mich als Arzt natürlich sehr freut, nämlich näher zu den Abläufen der klinisch Tätigen kommen, zu den Abläufen der Ärzte, aber auch aller anderer klinisch Tätigen. Und außerdem hat er mir noch ein Statement vorhin gesagt, dass er sich freut, wenn wir endlich eine eindeutige Gesundheits-ID für Patienten haben. Ich habe also hier 2 Gäste, wo ich glaube ich sagen darf, digitaler geht es gar nicht mehr. Also das ist die Crème de la Crème sozusagen der Digitalisierung in den deutschen Universitätskliniken. Und jetzt wollen wir uns ja mit der elektronischen Patientenakte beschäftigen. Und jetzt ist es ja so, die elektronische Patientenakte und deren Nutzung setzt voraus, dass wir digital angebunden sind. Und ich bin sehr froh, dass wir in unserer Praxis, im Grunde sind wir ja schon jetzt digital angebunden und das wird jetzt auch demnächst so sein, dass wir noch mehr tun können mit dieser Digitalisierung. Und ich brauche als auch niedergelassener Arzt den EPA-Zugriff. Aber die EPA nützt natürlich wenig. Und deswegen jetzt auch meine Frage an Sie beide. Wenn ich alleine angebunden bin als niedergelassener Arzt, wie ist das? Wann binden Sie sich, Frau Diehl, als erste Mal, wann binden Sie sich an die EPA an? Und wird das klappen? Also die EPA-Anbindung ist natürlich bis Ende des Jahres auf jeden Fall zwingend vorgesehen und wir sind mittendrin. Natürlich haben wir verschiedene Konnektorenlösungen ausprobiert. Die Ärztinnen und Ärzte müssen den elektronischen Heilberufsausweis noch einführen, beantragen. Das müssen wir ja auch im Krankenhaus. Ja. Aber im Grunde haben Sie völlig recht. Ja. Wir sind alle mittendrin. Wir hinken ein bisschen hinterher diesmal im Krankenhaus, was ja außergewöhnlich ist. Normalerweise sind die Krankenhäuser ja die Vorreiter von dem Ganzen. Aber wen wir eben auch mitnehmen müssen, ist den Patienten, weil der muss ja im Pilotensitz sitzen. Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen mau. Also der ist noch nicht so richtig darauf vorbereitet, dass er diese Rolle einnehmen muss. Und da müssen wir uns dringend drum kümmern. Okay, spannender Aspekt. Ich glaube, gerade die Beteiligung der Patientinnen und Patienten ist ganz notwendig. Jetzt aber natürlich auch an die größte Universitätsklinik, ich glaube sogar in Europa, die Frage, wie bereitet sich die Charité vor auf den Anschluss an die elektronische Patientenakte? Also zunächst mal ist die Charité in der Tat schon angebunden mit dem versicherten Stammdatenmanagement, wie das Gesetz das auch vorgesehen hat. Und wir arbeiten ähnlich wie andere Unikliniken daran, auch jetzt den Anschluss für die höherwertigen Dienste wie die EPA vorzunehmen. Es gibt ja dankenswerterweise im Bereich der Gematik so einen EPA-Simulator,
weil die EPA selber ist ja noch gar nicht da. Mit dem kann man dann testen, ob man da Dokumente hinbekommt. Und wir wollen auch wirklich alles dran setzen, um am 01.01.2021 in der Lage zu sein, den Patienten da Dokumente einzustellen, wenn der Patient das wünscht. Weil ich glaube sehr an die Idee der gemeinsamen Plattform für den Dokumentenaustausch im Gesundheitswesen intersektoral. Das ist ja etwas, was uns heute noch fehlt und wo wir mit verschiedenen, ja meist doch sehr isolierten Lösungen versuchen, in einzelnen Netzwerken Daten Punkt zu Punkt auszutauschen. Ich glaube, wenn es gelingt, diese EPA funktionsfähig zu bekommen und gemeinsam nutzbar zu machen für Patienten, für niedergelassene Ärzte, für Krankenhäuser, dann ist das ein sehr, sehr großer Schritt fürs deutsche Gesundheitswesen in genau die richtige Richtung. Ja, okay. Für mich jetzt letztlich in der Rolle als niedergelassener Arzt ist ja wirklich entscheidend und spannend, dass vorausgesetzt der Patient macht mit, ich dann, wenn der Patient wieder zu mir kommt und sagt, ich war im Krankenhaus, dass ich dann fragen kann nach einem Arztbrief, nach einem Entlassbrief. Und häufig ist so, die Patienten bekommen die Briefe, das ist schon so, die Krankenhausärzte erstellen die, aber leider hat der Patient ihn dann nicht dabei. Schaffen die Krankenhäuser es, die Unikliniken und auch alle anderen, die Briefe, sozusagen die Brieferstellung, die findet ja in der Regel wirklich auf Station statt. Der Stationsarzt hat dort eine wie auch immer geartete Infrastruktur und erstellt damit einen Arztbrief. Schaffen wir es, dass der Arzt den dann auch reintut in die EPA, wenn der Patient das will, wenn der Patient zustimmt? Kriegen wir das hin? Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. IT follows process ist eins der Mantras meines Lebens. Und wir sind gerade dabei, den Prozess der Arztbrieferstellung an der Charité nochmal neu zu organisieren, auch im Hinblick darauf, dass eben zukünftig auch ein elektronisches Derivat dann in die EPA kommen soll. Wir wissen noch nicht genau, ob das dann der Arzt macht oder ein Erfüllungsgehilfe. Das Gesetz gibt, glaube ich, beide Möglichkeiten vor. Aber das Ziel ist es tatsächlich, bei der Entlassung diesen Brief nicht nur dem Patienten in die Hand zu drücken, sondern den auch in die EPA zu tun und irgendwann hoffentlich mal überhaupt nichts mehr dem Patienten in die Hand drücken zu müssen, sondern das wirklich in die EPA tun zu können. Okay, nochmal ergänzende Frage an Frau Diehl. Zum Erstellen eines Arztbriefes gehört auch die Unterschrift des Arztes, in Zukunft die elektronische Signatur. Das heißt, alle Ärztinnen und Ärzte, seien sie niedergelassen oder seien sie im Krankenhaus, werden auch einen elektronischen Arztausweis haben, beantragen müssen. Diese Woche Titel oder jetzt vergangene Woche Titel des Deutschen Ärzteblattes ist auf dem Titelbild der elektronische Arztausweis zu sehen. Kriegen wir die Infrastruktur in die Krankenhäuser, damit die Ärzte sie auch einsetzen können? Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das hinbekommen, weil letztendlich wir so lange auf diese Telematikinfrastruktur und die Anbindung auch gewartet haben und die ganzen Leistungen, die der Patient erwartet, die Patientin erwartet, sei es Impfpass, Mutterschaft, E-Rezept, also Mutterschaftspass, E-Rezept, die elektronische AU, die muss natürlich alles digital signiert werden. Und darauf brennen die Menschen und im Grunde, also das Thema von der heutigen Veranstaltung ist ja auch, was hat Corona da getan? Und da haben wir gesehen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland extrem offen sind der Digitalisierung gegenüber, auch der Digitalisierung in der Medizin und dass die wirklich also da mitmachen und das wollen. Also es war ja sehr lange so, dass man in der Medizin eigentlich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass viele Patientinnen und Patienten Bedenken haben wegen dem Datenschutz. Was uns als jetzt Experten hier in der digitalen Medizin immer ein bisschen verwundert hat, weil der Bürger, die Bürgerin hat problemlos Payback und alle möglichen Bonuskarten eingesetzt und Spuren hinterlassen. Aber wenn es eben zu medizinischen Fragen kam, war doch eher eine Zurückhaltung da. Ich weiß gerade im Health Innovation Hub gab es eine Umfrage, zu auch tatsächlich Datenspende oder Verfügbarkeit von Daten. Und die hat gezeigt, dass wenn es wirklich um medizinische Forschung geht, die Menschen da sehr aufgeschlossen sind. Aber man muss doch sagen, jetzt in der Corona-Krise haben, glaube ich, die meisten Patientinnen und Patienten wirklich akut verstanden, was für einen gigantischen Mehrwert wir durch die digitale Medizin, einfach durch Beschleunigung von Prozessen, durch Verfügbarkeit von Informationen bekommen und dass dieses Gut wirklich extrem hoch anzusiedeln ist. Darf ich noch einmal nachfragen? Ich habe gelesen, dass Sie eben gerade auch Rolle der Patienten, ein Patientenportal planen. In welchem Verhältnis oder schon haben, in welchem Verhältnis steht denn ein solches Patientenportal
zur EPA. Im Grunde ist ja die EPA ein Ort, wo das ausgetauscht werden kann. Ja, das ist richtig. Also wir sind schon seit langem dabei, ein Patientenportal zu konfigurieren und haben jetzt auch die erste Anwendung mit einer Corona-App im Grunde gerade veröffentlicht. Aber man muss sagen, dieses Patientenportal ist natürlich für die Patientinnen und Patienten unserer Universitätsmedizin in Essen gedacht, weil es integriert ist in das Krankenhausinformationssystem. Und im Rahmen von Datenschutz müssen wir natürlich gewährleisten, dass diese sensiblen Daten, die Gesundheitsdaten, ja geschützt in einer Umgebung sind. Und deswegen ist das jetzt nicht quasi nach außen so zu geben. Ja. Aber wir haben damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Die Patientinnen und Patienten können Dateien hochladen, bevor sie zu uns kommen, können natürlich auch darüber hinterher praktisch ihre Dateien austauschen. Aber es ist jetzt nicht in dem vollen Umfang wie eine EPA, die ja wirklich auch die Kommunikation unter den Leistungserbringern, und das ist ja auch Thema unserer Session, nochmal zusätzlich schafft. Genau, aber im Grunde könnte die Aufgabe auch die EPA übernehmen, eine solche Aufgabe. Mhm, ja. Gut. Der Herr Gocke wackelt ein wenig mit dem Kopf und sieht da noch... Ja, also ich sehe auch daneben der EPA noch durchaus Existenzberechtigung für ein Portal. Die EPA ist schon ein Austauschmedium, wo ich mit dem Patienten Dokumente austauschen kann. Im Moment sind noch keine drin. Wenn mir also heute ein Patient Dokumente bereitstellen möchte, elektronisch, dann brauche ich sowas wie ein Portal. Frau Diehl hat völlig zu Recht gesagt, das muss ja als Dokument dann integriert werden können in unser KISS-System. Und je mehr Funktionalität die EPA mal bereitstellt, umso weniger Dokumentenaustausch oder Datenaustausch findet dann über das Portal statt. Aber der Patient erwartet von uns ja auch digitale Angebote. Eine Online-Terminvereinbarung, eine Online-Videosprechstunde, vielleicht eine Zweitmeinung. Auch dafür muss ich ja als Universitätsmedizin oder als Krankenhaus einen Bereich schaffen, wo der Patient diese Dienste digital adressieren kann. Und das ist ja kein Fokus derzeit der EPA oder überhaupt der Telematikinfrastruktur. Von daher denke ich mal, gehört eine Portalstrategie immer noch tatsächlich zum Kernbereich eines jeden Krankenhauses, um Patienten auch digitale Angebote machen zu können. Das ist richtig. Also gerade dieser ganze Themenbereich Videosprechstunde, das haben wir ja auch gesehen, das kann man natürlich extrem gut über ein Patientenportal abwickeln, weil man direkt die Anbindung dann auch ins Krankenhausinformationssystem hat. Ja. Ich habe da eine anknüpfende Frage von Slido, die würde ich nämlich jetzt direkt Frau Diehl, also von Slido aus dem Publikum an Sie stellen. Und zwar richtet sich die Frage an es geht um das Portal. Also die Frage lautet, bilden Sie über das Portal auch Assessments im Vorfeld einer Behandlung ab und übernehmen Sie die Stammdaten dann bereits in eine Art digitale Bleistiftakte? Schönes Wort, finde ich. Wie sieht das aus? Ja, also im Grunde haben wir sehr lange an diesem Portal strukturiert, einfach weil wir uns diese extreme tiefe Integration in das Krankenhausinformationssystem gewünscht haben, um dann genau solche Sachen eben zu machen, damit wir Daten von dem Patienten auch zum Beispiel nicht nur prästationär, wie hier jetzt in der Frage war, sondern auch poststationär beantwortet zu bekommen und die dann auch als sogenannte strukturierte Daten in unseren Informationsbereich, also es muss jetzt nicht im Krankenhausinformationssystem, wir haben auch ein sogenanntes Smart Hospital Information Platform, also ein Data Lake integrieren, damit man dann auch partizipative Forschung machen kann, damit man auch den Patienten direkt einbinden kann, weil das ist letztendlich das Fernziel, dass man personalisierte Präzisionsmedizin machen kann. Und da brauchen wir viel mehr, als wir das bisher noch haben, den Patienten und müssen den auch in das digitale System mit hineinholen. Patient, ganz wichtiges Stichwort. Ich komme jetzt noch mal mit einer etwas anderen Anwendung zurück, auch zu der Rolle der Leistungserbringer, der Ärztinnen und Ärzte, aber auch der anderen Beteiligten. Kommunikation ist ja ein ganz wichtiges Thema. Wir werden sicherlich bei allen EPAs und sozusagen gemeinsamen Datenablagen weiterhin eine anlassbezogene Kommunikationsnotwendigkeit haben. Jetzt kommt KIM, also die Kommunikation im Medizinwesen, soll jetzt kommen und wird bald da sein. Und natürlich spielt die Kommunikation zwischen ambulant und stationär eine ganz große Rolle. Wenn KIM jetzt ins Gesundheitswesen kommt, habe ich eine Chance als im ambulanten Bereich tätiger Arzt hier in Berlin, den Stationsarzt Dr. XY, von dem ich einen Arztbrief vor mir liegen habe, ganz konkret in der Charité, den direkt zu adressieren. Wird das klappen, Herr Gocke?
wir hoffen, dass es darüber oder über andere Systeme klappt. In der Tat brauchen wir, und wir werden ihn wohl bekommen, einen Verzeichnisdienst, welcher Arzt ist wo tätig, damit ich tatsächlich auch einen Arzt über dieses Nachrichtensystem KIM erreichen kann. KIM ist schon so, dass verschiedene KIM-Dienste parallel angeboten werden können auf der Telematik-Infrastruktur. Das kann dann nur funktionieren, wenn am Ende ein gemeinsamer Verzeichnisdienst dahinter steht. Die Frage kann wahrscheinlich nachher besser Herr Leik-Dieken beantworten. Aber unsere Erwartungshaltung auch als Krankenhaus ist genau, dass das möglich wird, dass wir eben niedergelassene Ärzte erreichen können über diesen Weg und umgekehrt wir denen entsprechend zur Verfügung stehen können. Okay, ich nehme an, Frau Diehl, Sie sehen das nicht grundsätzlich anders. Dieser Bedarf ist ja da, dass wir wirklich miteinander in Austausch kommen. Nicht mal unbedingt, um Dokumente vielleicht auszutauschen, sondern einfach auch wirklich nur, um kurze Informationen auch mal auszutauschen. Sehen Sie hier eine Rolle neben dem, ich sag mal, KIM, so wie es jetzt im Moment auch beschrieben wird? Ich glaube, es gibt ja sogar ein Video der Gematik dazu. Das ist ja eher wie die Beschreibung von E-Mail. Ja, und E-Mail ist ja ein wichtiger Dienst, aber wir alle nutzen inzwischen, selbst unsere Großeltern nutzen inzwischen Messenger-Dienste. Sehen Sie eine Rolle auch für Messenger-Dienst? Ja, selbstverständlich. Also wir haben an der Universitätsmedizin Essen unseren eigenen Messenger-Dienst gerade eingeführt. Das war auch nochmal etwas, was durch Corona tatsächlich gepusht wurde, weil man gesehen hat, man muss ganz kurzfristig mit den Kolleginnen und Kollegen kommunizieren. Wir haben im Rahmen des Patientenportals auch die Möglichkeit, einen Chat mit dem Patienten, der Patientin zu eröffnen. Aber was wir in der Tat noch nicht haben, und das finde ich selbst auch, ist ein großes Manko, ist eben einen Messenger-Dienst mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Also in Essen haben wir zwar eine sehr gute Szene, das hat sich jetzt auch gezeigt im Rahmen von Corona, dass also wir als Uniklinikum zwar als Erstaufnahmeeinrichtung mit den anderen Krankenhäusern, insbesondere aber auch mit dem Gesundheitsamt, aber auch mit den Niedergelassenen, sehr gut zusammengearbeitet haben. Aber das muss auf jeden Fall systematisiert werden und das muss auf stabilere Beine gestellt werden, als es jetzt der Fall ist. Das heißt also, wir können darauf hoffen, dass die Uniklinika auf jeden Fall auch wollen oder ermöglichen können oder mit daran teilhaben werden, dass wir das, was letzte Woche die Bundesärztekammer ja vorgeschlagen und gefördert und gefordert hat letztendlich, dass wir auch als Lehre aus der Corona-Pandemie etwas brauchen, was einem Messenger fürs gesamte Gesundheitswesen gleichkommt, wo wir also die Ärztinnen und Ärzte untereinander kommunizieren können. Ja, und das muss man sagen, ist gar nicht so weit weg am Ende des Tages. Es gibt sogar schon Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, Messenger, die datenschutzkonform sind, fürs Gesundheitswesen anzupassen. Das sind Systeme, die ich entweder selber hosten kann oder gehostet bekommen kann, die eine Integration haben zu KISS-Systemen, die Patientendaten übernehmen können, die auch Ärzte erreichen können außerhalb des Krankenhauses. Und die Charité hat ein Pilotprojekt gehabt dazu, auch mit Niedergelassenen. Das war sehr erfolgreich. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil die Telefonkommunikation, das ist eine rein Synchrone. Ich muss den Arzt frei erwischen, wenn ich den sprechen möchte. Das klappt meistens nicht. Die E-Mail-Kommunikation ist streng asynchron. Das heißt, da kommt irgendwann eine Antwort, wenn im Postfach eben die Mail dann abgearbeitet wird. Bei den Messenger-Systemen habe ich die Mischung aus synchroner, asynchroner Kommunikation, kann Dokumente teilen und kann vor allem sehen, wie mein Status ist. Ist die Nachricht gelesen worden oder nicht? Und 2/3 der Deutschen nutzen Privat-Messenger-Dienste. Viele Berufsgruppen nutzen das. Fürs Gesundheitswesen ist das mindestens so wichtig wie in diesen anderen Bereichen. Gut, also spannend und wir sehen, was da auf uns zukommt und hoffen, dass wir bald hier Kommunikation eben auch haben, Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, auch vielleicht als Messenger neben KIM. Nochmal eine Frage jetzt, wir sind ja beim Thema EPA gestartet und natürlich ist jetzt auch schon angesprochen von Ihnen beiden, das Krankenhausinformationssystem. Das muss sich eng integrieren mit der KISS, mit der KISS-Strategie eines Krankenhauses. Und ich zitiere Sie jetzt mal, Herr Gocke, mit einem Zitat, was, wie ich gehört habe, schon für viel, ich sag mal, Interesse gesorgt hat, wo Sie gesagt haben, ein KISS für Charité und Vivantes, also ein KISS, ich glaube, man muss das Wort ein betonen, ein KISS für Charité und Vivantes muss unser Ziel sein. Sie haben jetzt die Chance, Sie haben gesagt, vielleicht haben Sie sich auch ein bisschen missverstanden gefühlt. Sie haben jetzt die Chance, da nochmal das zu erläutern. Das wäre spannend. Ja, schön, dass Sie mir die Frage nicht ersparen. Bei dem Thema wird man in der Tat leicht missverstanden. In der Tat ist es so, wir beobachten andere Regionen und sehen da, dass Gesundheit zunehmend regional organisiert wird und das führt in vielen Staaten bereits zu regionalen KISS-Systemen. Frau Grebe hat früher am Tag hier schon ausgeführt,
dass Charité und Vivantes sich das Thema vor etwa anderthalb Jahren schon mal angesehen haben und sich damals in der Tat bewusst entschieden haben, kein gemeinsames KISS sofort anzustreben, sondern die vorhandenen KISS-Systeme über Interoperabilitätsplattformen zu verzahnen. Das heißt, Charité und Vivantes können jetzt gezielt Dokumente austauschen untereinander. Wenn wir auf die EPA der Gematik gucken, dann löst natürlich diese EPA diesen Bedarf irgendwann ab. Dann habe ich national eine Plattform, über die ich Dokumente austauschen kann. Dann habe ich vielleicht noch den Bedarf zwischen Charité und Vivantes, einen gemeinsamen Forschungsraum zu machen. Und dann ist die Frage, was ist dann noch das KISS? Also ein gemeinsames KISS muss nicht heißen, dass beide das gleiche Produkt eingeführt haben, sondern wir leben dann in einem Umfeld, wo ich KISS-Funktionalitäten, wie immer die jetzt aussehen werden, in Zukunft pro Einheit habe, aber die Datenablage zunehmend eine gemeinsame wird. Zum Teil vielleicht tatsächlich auf der TI, zum Teil aber auch in regionalen Datenzentren. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, es wird Krankenhäuser und Arztpraxen geben, die gibt es in 10 Jahren nicht mehr. Wo bleiben dann die elektronischen Daten daraus? Ich glaube, es gibt ein dringendes Bedürfnis, sich jetzt darum zu kümmern, zumindest die Datenablage und damit auch die Datennutzung in gemeinsamen einheitlichen Strukturen, regionalen Strukturen zu organisieren, um das nicht mehr in jedem Krankenhaus siloartig selber zu machen. Und das ist das, was ich ausdrücken wollte, mit einem KISS für einen Verbund, der eng zusammenarbeiten soll und am liebsten für eine Region. Und sicherlich nicht so, dass man jetzt einen Hersteller glücklich macht und sagt, ich kaufe jetzt einen KISS und führe das in beiden Seiten ein. Das war definitiv nicht gemeint. Okay, spannend, Stichwort Region. Ich sage nochmal, Frau Diehl sitzt ja in einer Region oder arbeitet in einer Region, die ist noch größer als Berlin. Das ist nämlich das Ruhrgebiet. Ich glaube, 6,5 Millionen Menschen ungefähr in einem Ballungsraum und Essen mittendrin als, glaube ich, größte Stadt auch im Ruhrgebiet. Mhm. Ne? Teilen Sie diese Strategie? Ja, also wir haben tatsächlich in Essen extrem gute Ansätze, auch im ganzen Ruhrgebiet, um eben die digitale Medizin weiter voranzubringen. Also digitale Medizin an der Ruhr, es formiert sich wirklich so ein ganzer innovativer Kreis, wo auf der einen Seite Startups, Unternehmen reingehen, auf der anderen Seite natürlich die großen Universitätskliniken, aber auch die kleineren Kliniken und vor allem auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Und da ist wahnsinnig viel Power drin. Also das Ruhrgebiet, so schlecht der Ruf sein mag, also so gut funktioniert dann manchmal doch diese Kumpelmentalität, dass man gemeinsam wirklich Sachen angeht und dieses Innovative, wir schaffen das, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Also da ist viel im Fluss und das ist sehr gut. Ja. Ich würde aber auch gern nochmal darauf zurückkommen, was ich eingangs gesagt hatte, wenn wir unbedingt bei dieser ganzen Frage der elektronischen Patientenakte viel mehr mitnehmen müssen, ist eben der Patient, weil der braucht auch dieses Empowerment. Der muss mehr verstehen noch, wofür werden denn diese Daten genutzt, wo nützt mir denn die Digitalisierung selbst und was kann ich denn zum Beispiel auch tun im Hinblick auf Datenspende und so weiter. Also wir haben ja in den letzten 2 Jahren, das weiß Herr Gocke genauso wie ich, mit der Medizininformatik-Initiative erlebt, dass Consent-Erklärungen sehr lange brauchen, bis sie wirklich bundeseinheitlich konsentiert sind. Aber ich frage mich wirklich, ob der Patient, die Patientin das versteht, wenn dann seitenlange Dokumente vorgelegt werden, um im Grunde eigentlich etwas, was unsere Nachbarländer ganz regelhaft machen, zu gewährleisten, dass wir eben die Daten miteinander im Sinne des Patienten auch austauschen. Ja, sicherlich eine Aufgabe auch für uns Ärztinnen und Ärzte, ambulant und stationär den Patientinnen und Patienten zu erklären, worum es hier eigentlich geht und sie dafür zu interessieren und zu sagen, das ist sicher, es ist aber auch gut und wichtig für die Versorgung. Ich glaube, wir müssen noch einmal gucken, jetzt, wir haben aus dem Publikum, glaube ich, auch noch Fragen, dass wir da vielleicht jetzt noch mal einmal schauen. Genau, wir machen noch mal. Ich glaube, dann sind wir schon bald am Ende angelangt unserer Zeit. Genau, dann müssen wir gleich leider schon langsam zum Ende kommen, aber wir nehmen noch mal 2 Fragen hier raus oder 2 Fragenkomplexe, die sind von mehreren auch in den Kommentaren angemerkt worden. Also zum einen die Frage, jetzt gibt es dann unterschiedliche Portallösungen, denn wahrscheinlich werden Sie keine identische haben zwischen Essen und Berlin. Aber wie sieht es denn dann da mit Schnittstellen aus oder mit den Datenformaten, den Inhalten? Kann eine Essener Patientin die Daten mitnehmen? Einmal als eine Frage, vielleicht spielt die EPA da ja auch eine Rolle. Und der zweite Aspekt ist dann nochmal die Frage, hier kam nochmal eine Frage aus dem Publikum,
gibt es denn schon richtig gute Beispiele davon, wo unterschiedliche KIS zusammenarbeiten? Wie weit ist vielleicht Vivantes und Charité auf diesem Weg? Mhm. Das mal als vielleicht die zwei Abschlussfragen mit an Bitte Sie beide. Mit Bitte um jeweils natürlich möglichst okay. kurze Antworten, okay. aber so wie immer. Ja. Also das ist natürlich der extreme Anspruch, vor allem an die Telematikinfrastruktur, dass wir brauchen die Interoperabilität, wir brauchen einen gemeinsamen Syntax, eine Semantik. Ja, das muss ineinander greifen, es muss readable, verständlich sein im Sinne aller und zum Nutzen aller. Bei den Portallösungen ist es tatsächlich so, dass die an die Krankenhausinformationssysteme angeknüpft sind und die haben sich einfach aus Abrechnungsmodalitäten heraus entwickelt. Die haben sich nicht aus Versorgungsgründen entwickelt und dadurch sind viele von diesen Lösungen doch relativ unflexibel noch im Sinne von Integration von Subsystemen. Da muss ich noch einiges tun, aber da habe ich auch also sehr gute Erfahrungen gemacht. Da ja, tut sich auch viel, ja, weil die Hersteller auch erkannt haben, dass sie im Grunde miteinander auch kommunizieren müssen. Und ich glaube, das Beispiel, was Peter gebracht hat, ist da ein sehr gutes auch. Ja. Ich denke auch, dass diese Portale sind lokale Installationen, hängen beim lokalen Krankenhaus. Aber ein Patient, der in Essen seine Daten der Unimedizin Essen gibt und danach zur Charité verlegt wird, der kann zu Recht erwarten, dass Essen in der Lage ist, über die Telematikinfrastruktur und die EPA diese Daten dann so bereitzustellen, dass die Charité die wieder entgegennehmen kann und umgekehrt. Das muss das Ziel sein. Ich glaube, es ist wenig Sinn dahinter, die Portale von Essen mit den Portalen in Berlin zu vereinheitlichen. Das geht definitiv über die EPA. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr gutes, passendes Schlusswort jetzt für diese Runde hier. Wir machen jetzt hier für diese Diskussion, beenden die. Die Diskussion ist natürlich nie vorbei. Es wird noch viele Themen geben. Aber dass ein Patient, der von Essen nach Berlin geht, auch erwarten kann, dass seine Daten mitgehen, ist doch ein sehr guter Anspruch. Und da freue ich mich, dass alle hier Beteiligten in den nächsten Jahren daran arbeiten. Und dann schließen wir jetzt hier erstmal, würde ich sagen. Tschüss, vielen Dank an Sie alle. Danke. Einen fliegenden Wechsel, den wir jetzt vorhaben. Ich bitte Sie wieder sehr unhöflich von der Bühne. Kleiner technischer Hinweis, wir haben festgestellt, dass wir im Streaming tatsächlich ein Problem hatten. Also über unseren Dienstleister, der Stream ist in kleinen Teilen abgerissen. Wir wissen natürlich nicht wo. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem die wesentlichen Parts der Diskussion verfolgen und nachschauen geht natürlich immer. Das heißt, wir zeichnen ja alles auf und im Nachgang können Sie den ganzen Summit über YouTube verfolgen. Den Link gibt es da bei uns auf der Website. Weiter im Programm. Es ist wichtig, glaube ich, dass wir die Abschlussdiskussion jetzt hin zur EPA und dem, was das Krankenhaus damit zu tun hat, ausreichend führen können. Deswegen von mir nur kurze Ausführungen zum Thema Output-basierte Anreizsysteme. Wir haben gesehen, vor allem gehört, dass es tatsächlich einen starken Ruf auch der Häuser und auch von CIOs großer Ketten gibt, zu sagen, was ist denn die Digitalisierung? Was meint Herr Spahn damit? Was meint das Ministerium damit? Die Digitalisierung, die wir fördern wollen. Wir können tatsächlich natürlich nur fördern, was wir verstehen. Wir verstehen gut, was wir messen können. Da sind am Anfang des Summits sind schon zwei Begriffe gefallen. Der eine ist MRAM. MRAM ist ein Messmodell der amerikanischen HIMSS, einer Non-Profit-Organisation, sich verdient gemacht hat um solche Messmodelle tatsächlich. MRAM, es gibt Kritik an MRAM in Deutschland. Jetzt ist die HIMSS aber tatsächlich gerade dabei, das Modell zu verändern und zu verschlanken, sodass MRAM ein mögliches Modell für die Vermessung des Digitalgrades von Krankenhäusern sein könnte. Es gibt diverse. Ich möchte noch ein zweites aufrufen, heißt CheckIT. Erdacht vom unter anderem Marburger Bund, und gleich haben wir auch einen Gast dazu, und dem BVITG. CheckIT hat ein leicht anderes Konzept. CheckIT fragt nämlich den Anwender, den Arzt, was ist an Digitalisierung bei dir angekommen und misst das. Beide Systeme sind nicht erdacht worden, um den Grad digitaler Reife des Krankenhauses komplett zu bestimmen. Es könnte natürlich auch ein möglicher Weg sein, zu sagen, eine von vielen Messpunkten oder von einigen Messpunkten
zur Reifegradbestimmung von Krankenhäusern könnte sein, dass man sich das Vorhandensein von Digitalität anguckt, also Beispiel MRAM, und dazu ansieht, wie viel ist denn schon angekommen beim Nutzer der Digitalisierung, beim Arzt, Beispiel Check-IT. So, dass es eine Möglichkeit wäre zu sagen, nehmt beides oder nehmt bitte die etablierten Messmodelle, mit denen man den Digital Skill von Krankenhäusern vergleichen kann, sodass das eine der Grundlagen sein kann, schnell und vor allem vergleichbar und fair die digitalen oder die Mittel für die Digitalisierung zur Verfügung zu stellen und diese 4 Milliarden Euro dann noch abzurufen. Jetzt genauer zu schauen, ob wir eine EPA-zentrierte Gesundheitsstrategie brauchen und wie wir dann nochmal die Gelder allokieren können, dafür haben wir jetzt das Schlusspanel zusammengerufen, das ich tatsächlich dann damit auch auf die Bühne bitten würde. Dann schauen wir mal in die Regie. Wir rufen Herrn Leik-Dieken, wir rufen Herrn Klose und wir rufen Herrn Bobbert auf die Bühne und ich freue mich, dass Sie jetzt auch kommen und Platz nehmen können, wo Sie wollen. Ich freue mich, wenn Herr Bobbert hier an meine rechte Seite kommt. Und damit sind wir jetzt quasi im Schlusspanel vom Krankenhaus-Summit. Wir haben 2,5 Stunden über Krankenhäuser diskutiert. Wir haben in den Bauch von Krankenhäusern reingeguckt. Wo ist da die Digitalisierung? Wir stellen uns jetzt die Frage, wie zahlen denn Krankenhäuser mit der Digitalisierung in die EPA ein? Wir fragen den Arzt, was denn an Digitalisierung bei ihm ankommt. Wir würden jetzt zunächst einmal die Runde vorstellen. Genau, so machen wir das. Wir haben weiterhin noch leichte technische Probleme. Das bekommen wir hier mit. Wir tun gerade alles daran, das zu lösen. Aber weiterhin die guten Nachrichten. Selbst wenn hier zwischendurch einmal der Stream abbricht, alles wird aufgezeichnet. Man kann es sich dann noch einmal oder auch zweimal oder dreimal anschauen. Da hätten wir gar nichts dagegen. Wir wollen jetzt noch mal in eine Abschlussrunde einsteigen für eine Diskussion. Und ich freue mich, dass ich zunächst einmal Dr. Med. Markus Leik-Dieken vorstellen kann. Geschäftsführer der Gematik, das nun seit genau einem Jahr und hat da einiges umgekrempelt und das vielleicht bei voller Fahrt als kurze Vorstellung. Gleichzeitig möchte ich auch Dr. Peter Babbert begrüßen. Er ist Vorstand im Marburger Bund und gleichzeitig auch Vorsitzender des Ausschusses für Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung in der Bundesärztekammer. Und wir haben ihn zum Beispiel auch vor wenigen Tagen noch in der Pressekonferenz sehen dürfen. Auch hier herzlich willkommen. Last but not least, Christian Klose, Leiter der Unterabteilung im BMG für Gematik, Telematik, Infrastruktur und E-Health und damit sozusagen der Spin-Doktor all dessen, was hier passiert im Bereich telematische Infrastruktur und Gematik. Deswegen passt das sehr gut. Ich würde gerne mit einer Eingangsfrage an Sie beginnen, Herr Klose. Es kommt hier einiges zusammen. Wir sehen das DVG, wir sehen das PDSG, wir sehen, was heute hier passiert, wir sehen den ganzen Schwung und wir sehen auch natürlich, ich glaube, das Unwort des Tages ist die Gießkanne, aber wir sehen die 4 Milliarden Euro, die jetzt quasi allokiert werden können. Das wirkt auf magische Weise wie ein größerer Plan des BMGs. Ist es das, was Sie sich mal erdacht haben, damit es quasi nun zusammenkommt und wir damit eine Art von impliziter IT-Strategie im Gesundheitswesen bekommen? Dass so viel frisches Geld ins System kommt, das gehört ja zur Ehrlichkeit dazu. Das war jetzt nicht wirklich ein geheimer Plan. Dass wir aber Finanzierung brauchen und Finanzierung auch an Voraussetzungen knüpfen müssen, um Digitalisierung nach vorne zu bringen. Das schon. Also wir haben natürlich auch immer geschaut, was passiert um uns herum. Was passiert eben im Ausland? Wie schaffen wir eben auch ein Vergütungssystem zu bekommen, das für Datenqualität bezahlt? Also weil das Entscheidende ist ja, wenn wir über EPA reden, die EPA ist ja nur Mittel zum Zweck. Wir wollen ja logischerweise, dass wir Daten für eine bessere Versorgung letztendlich im Interesse des Patienten zur Verfügung stellen. Und das hat halt viele Implikationen, die auch mit Qualität der Daten zu tun haben. Und da sind das jetzt auch Schritte, die wir auch alle noch regulatorisch auch noch anpacken müssen. Wir sind ja erst am Anfang und Sie haben nach einem großen Plan gefragt. Und natürlich haben wir einen großen Plan. Und den großen Plan haben wir ja auch mit vielen Stakeholdern des Gesundheitswesens erarbeitet, nämlich im Rahmen unserer Stakeholder Prozesses Digitale Gesundheit 2025, wo wir in zahlreichen Workshops halt wirklich ein Bild der digitalen Gesundheit 2025 eben auch erarbeitet haben und uns weiter daran auch messen lassen wollen und das auch weiterentwickeln wollen.
Herr Leik-Dieken, ich habe es ja gerade schon angedeutet, das erste Jahr ist rum. Veränderungen bei voller Fahrt, denn die Gematik hat viel zu tun. Jetzt blicken wir heute natürlich insbesondere auf die Krankenhäuser. Und die Gematik hat ja auch in den letzten Jahren vor allem sehr viel im Bereich der ambulanten Versorgung getan. Welche Rolle sehen Sie für die Krankenhäuser mit Blick auf die EPA? Und was konnten Sie jetzt in der ambulanten Versorgung lernen, dass der Gematik jetzt hilft, die Krankenhäuser auch auf Speed zu bringen, um bei dem Thema Tempo zu bleiben? Naja, Sie haben das ja schon erwähnt, Reform innerhalb eines Jahres mit 7 Meilenstiefeln, 7 massive Veränderungen gemacht. Und ich möchte eigentlich ein bisschen Bezug nehmen auf die Referenten, die vorher hier auf den Podien waren. Herr Schneider hat sehr gut darauf hingewiesen, dass natürlich das Geld im Solidarsystem in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht üppiger fließen wird und dass wir deshalb Plattformstrategien benötigen. Ich glaube, das ist eine der ersten klaren Erkenntnisse, die wir in der Gematik haben. Wir werden, damit das Geld sich nicht in Sackgassen einsetzt, sondern nach vorne bewegt werden kann in seinen Investitionen, möglichst rasch dafür sorgen müssen, dass Plattformen zustande kommen. Frau Professor Diehl hat gerade darauf hingewiesen, dass wir eben auch diese Interoperabilität endlich umarmen müssen in der Gematik. Unsere persönliche Überzeugung ist, das wird den Turbo überhaupt einlegen, wenn wir endlich klare Signale setzen können an alle draußen, dass Interoperabilität wichtig ist. Dazu gehört jetzt eben auch, dass die KISS-Systeme mehr und mehr in den Dialog gehen. Auch darüber wurde hier ja heute schon viel gesprochen. Wir sind dann sogar jetzt vom PDSG beauftragt, dass die KISS-Systeme in den guten Dialog mit den PVS-Systemen kommen, damit auch Entlassmanagement und andere Schnittmengen übereinkommen. Und das sind natürlich fundamentale Veränderungen in der Plattform. Und wir hoffen sehr, dass das alle auch so enthusiastisch wahrnehmen und sagen, gut, damit entsteht endlich mal ein gemeinsames Spielfeld, auf dem wir wissen, dass der Nachbar eine vergleichbare Sprache spricht, entweder technisch oder semantisch. Und dass damit viele der guten Inselprojekte, die wir haben, endlich ihren Weg erkennen, wie sie reinkommen können in ein gesamtes Umfeld, was sie unbedingt benötigen, um gespielt werden zu können. Und insofern, glaube ich, ist das im Krankenhausbereich ähnlich einzusetzen. Wir glauben, dass jetzt die Zeit ist, dass die Krankenhäuser das Geld, über das heute hier den ganzen Tag gesprochen wurde, sehr weise einsetzen, um eben dafür zu sorgen, dass jede Entscheidung, die getroffen wird, jetzt in diese Richtung auch wandert. Ja, dass ich eben keine Solitärlösung mehr finde, dass ich gleich diese Plattform im Auge führe, sei es regional oder sei es in anderen Bezugsgrößen. Und das ist erfreulich zu sehen heute in der Debatte hier im Forum, dass das auch immer mehr von allen so erkannt wird. Herr Bobert, sind jetzt das gute Gewissen der Krankenhausärzte sozusagen in ihrer Rolle natürlich auch. Ich würde Sie wirklich gern ganz weich fragen sozusagen, was macht diese Diskussion mit Ihnen? Wir reden ganz viel darüber, was im ambulanten Sektor schon in die EPA fließt. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, durch einen langen, steinigen Weg hat sich die telematische Infrastruktur in den Praxen etabliert. Die Krankenhäuser sind da noch nicht. Was erwarten Sie sich an Früchten, die da zu ernten sind, aber auch an Wegen, die noch zu gehen sind für den Krankenhausarzt und den Mediziner im stationären Bereich? Ich denke, wir reden ja immer jetzt auch, was ist der Turbo, was treibt es an? Der größte Antrieb ist nicht nur das Finanzielle, sondern insbesondere auch, dass der Nutzer bei der Nutzung den Nutzen erkennt. Also wenn man als Krankenhausarzt bei der Nutzung Gesundheitsapplikationen merkt, das bringt mir etwas, dann ist es der größte Turbo. Und das ist auch etwas, was letztendlich mir auch aktuell fehlt, dass wir es schaffen, bei der Implementierung der digitalen Anwendung im Gesundheitswesen, also auch im Krankenhaus, die Sicht der Nutzer gleich von Beginn an mit reinzubekommen, damit wir auch die Applikationen so gestalten können, dass die Nutzer diese auch wirklich effektiv und gerne anwenden. Das ist, glaube ich, etwas sehr Entscheidendes. Wir müssen die Nutzer mehr und früher ins Boot holen. Ich möchte jetzt nicht zu tief in solche Themen einsteigen, aber ich hatte angerissen, da kamen Sie, glaube ich, gerade auf die Bühne, dass es ja Messmodelle für digitale Reife gibt. Eins davon wäre Check IT, wo die Nutzer gefragt werden, was von IT bei ihnen ankommt. Das ist jetzt eine leicht andere Frage als die, was sie denn benötigen, um gut arbeiten zu können. Aber wäre das etwas, was ihnen hilft, sozusagen eine breitbandige, eine breitflächige Umfrage unter Krankenhausärzten, was sie sich unter Digitalisierung vorstellen? Ja, das war ja auch der Grund der Einführung von Check IT, letztendlich die Sicht der Krankenhausärzte zu implementieren, zu schauen, wie stehen sie eigentlich zu den Applikationen und wo sehen sie die Verbesserungspotenziale und was läuft eigentlich auch schon gut. Weil wir oft gesehen haben in der Vergangenheit, und das war ja eine Fehlentwicklung, die dazu geführt hat, dass vielleicht die Zufriedenheit bei den Gesundheitsapplikationen im Krankenhaus nicht so hoch ist, wie sie sein könnte, dass die
Implementierung oftmals ohne die Hinzunahme der Expertise der Ärzteschaft gemacht worden ist und dementsprechend der Fokus gegebenenfalls eher bei der bürokratischen Bearbeitung, bei den Abrechnungssystemen lag, aber nicht bei der medizinischen Handhabung der Applikation. Und deswegen brauchen wir solche Modelle, Umfragen, wie auch immer man es hat, um letztendlich darstellen zu können, wie sinnvoll, wie effektiv sind Applikationen, digitale Applikationen im Krankenhausalltag bei der Arbeit der Ärzteschaft. Das ist ja auch eine Kritik, die wir ja insbesondere auch aus den ersten Anwendungen der TI mit dem versicherten Stammdatenmanagement kennen. Die Ärztinnen und Ärzte haben nicht gerade vor Begeisterung gesprüht als die erste Anwendung, um das mal euphemistisch auszudrücken. Was hat sich denn dahingehend geändert in der Gematik, Herr Leckwiegen? Vielleicht auch mit dem Blick auf eine Roadmap für eine TI und eine EPA. Haben Sie schon einen Arbeitskreis eingerichtet mit Herrn Bobbert? Also wir haben, glaube ich, seitdem wir jetzt seit einem Jahr losgegangen sind, fast vor Corona jede Woche 3 medizinische Fachgesellschaften zu Besuch gehabt. Also insofern haben wir da, glaube ich, sehr die Türen aufgemacht. Und ich habe es von Anfang an in allen Podien auch gesagt und stehe bis heute dazu, diese Anwendung, gerade die elektronische Patientenakte, die ja die Patientenakte des Patienten ist, wird nur dann belebt werden, wenn der Arzt sinnvolle Momente mit ihr verbringt oder ein Heilberufler sinnvolle Momente mit ihr verbringt. Und daher muss der nächste Fokus sein, dass die Heilberufler sich wiedererkennen in dem Nutzen und in dem Beitrag, damit der Patient innerhalb einer gewissen Frist, wenn er so ein EPA pflegt, sagen wir mal innerhalb von 18 Monaten, 2, 3 Highlights hat, wo er merkt, mein Arzt hat darauf zugegriffen, hier wurde ein Befund rascher befunden oder hier wurde eine Diagnose konziser gefunden, hier wurde bei der Notaufnahme mein Medikationsplan gleich parat gestellt und deshalb war ich schneller in der besseren Versorgung. Das müssen die Menschen spüren und dann wird die EPA bedeutungsvoll werden. Alleine durch das Krankenkassenbespiel wird das nicht der Fall sein und deshalb konzentrieren wir uns aktuell sehr darauf, mit den Leistungserbringern darüber zu sprechen, was sind ihre wirklichen Use Cases und wie können wir sie auch enthusiastisch machen für diese verschiedenen Möglichkeiten, die übrigens schon vor der EPA beginnen, die natürlich jetzt als EPA im Krankenhaus substanziell gefüllt wird. Das muss man ganz klar zum Krankenhaussektor sagen. Der Krankenhaussektor hat so viele immanente diagnostische Schritte für das Leben eines Menschen, dass häufig sehr, sehr viele wertvolle Daten da entstehen. Und die wollen wir auch so rasch wie möglich in der EPA finden, weil sie auch immer wieder Bezugspunkte sind für spätere Behandlungen. Und dennoch will ich auch erwähnen, dass auch schon der Notfalldatensatz, den wir jetzt noch im Medienbuch auf der Karte haben, dennoch für eine Aufnahme, Notaufnahme eines Krankenhauses meiner Meinung nach extrem wertvoll ist. Also wenn wir uns daran erinnern, wie wir da stundenlang telefoniert haben, um zu wissen, was hat denn der Patient für Tabletten genommen, und ich kann das auf einer Karte einfach ablesen, dann muss man sagen, ist jedem Arzt auch als Arzt Zeit gewonnen. Ja? Denn er muss nicht bei der Aufnahme auf der Intensivstation lange rätseln, was war die blaue oder können die Verwandten nochmal die Packung herholen oder so, sondern er hat sofort einen Gewinn. Und ich glaube, diese Dinge werden aktuell noch gar nicht genügend gesehen, weil wir sie noch nicht bereitgestellt haben. Aber wenn sie mal kommen, wird es, glaube ich, auch einen gewissen Enthusiasmus geben in den Kliniken, dass das schon dieses kleine Element des Notfalldatensatzes sehr viel Wert hat. Das würde ich gerne nehmen und einmal nach rechts rüberschieben zu Herrn Bobbert, verbunden mit der simplen Frage, stimmt das? Also kommt das bei Ihnen so an? Wenn wir mal ausgehen von einem Notfalldatensatz, also der, ich sag mal, einem standardisierten Deckblatt der EPA, wenn wir jetzt mal die Karte überspringen, yes, und davon ausgehen, dass das irgendwann sozusagen auf der EPA landet, mhm, und wir eine grobe Übersicht zum basalen Gesundheitszustand des Patienten, so könnte man den NFD, den Notfalldatensatz vielleicht beschreiben. Wenn wir das flächendeckend und eindeutig und immer ident in allen Kliniken zur Verfügung hätten und sie es konsumieren könnten, sozusagen in der Anamnese und der Aufnahme des Patienten, löst das schon Begeisterung aus, wie Herr Leckwiegen gesagt hat? Na, ob es Begeisterung ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, die Ärzteschaft zu sehen als ein Teil, die da sehr zurückhaltend sind. Das ist nicht mehr, das war vielleicht mal. Aber was wir in der Erfahrung sehen, und wir hatten ja auch über den Marburger Bund zum Beispiel 2017 mal eine Umfrage unter den Krankenhausärzten gemacht. Über 80% wollen mehr Digitalisierung haben. Man muss sie nicht überzeugen, sie wollen es. Wo man allerdings Zurückhaltung sieht, ist bei der Einschätzung, wie derzeit die Applikationen sind, weil sie zu umständlich sind, weil sie nicht nutzerfreundlich sind. Aber dass man mehr Digitalisierung im Krankenhausalltag, im Arbeitsbereich der Ärzteschaft haben will, dafür muss man nicht überzeugen. Ob das Begeisterung ist, das weiß ich nicht, aber es ist definitiv die feste Überzeugung, dass digitale Tools ein essentieller Bestandteil der Arbeit ist und deswegen man mehr davon haben möchte. Nehmen das mal und gehe damit rüber zu Herrn Klose sozusagen. Herr Spahn hat in seinem
Videogruß am Anfang gesagt, nehmt das Thema und baut gute Messpunkte, um herauszufinden, was Digitalisierung ist. Der Titel dieses Panels heißt, ja, braucht es eine EPA-zentrierte Strategie in diesem Land. Jetzt könnte man aus den beiden Einlassungen dann quasi ableiten, es wäre ja gut, dass alles, was wir fördern in dem Konjunkturpaket, an solchen Messpunkten festmachen, die auf eine EPA einzahlen, um eine patientenzentrierte Journey zu unterstützen. Also die Frage auf den Punkt, sollen wir Messpunkte etablieren, um diese Mittel zu verteilen, die EPA-zentriert sind? Ich finde, wenn sie EPA-zentriert sind, ist das schon fast zu kurz gesprungen, weil am Ende des Tages geht es ja um Digitalisierung. Das bedeutet natürlich viel mehr als die EPA, weil wir reden über DIGAs, wir reden über Datenforschungszentrum, wir reden über Televisiten, wir reden über Telekonsile. Also am Ende des Tages ist Digitalisierung ja viel mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und deshalb würde ich es nicht auf die EPA begrenzen, sondern die EPA ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Und natürlich bin ich ganz froh, dass letzten Freitag der Deutsche Bundestag eben das Patientendatenschutzgesetz eben beschlossen hat, weil im Patientendatenschutzgesetz regeln wir ja sehr, sehr genau das, was wir mit der EPA auch erreichen wollen. Wir schaffen also einen Rahmen dafür. Aber wir schaffen eben nicht eine konkrete Umsetzungserklärung, was bedeutet das im Versorgungsalltag, weil das kann und muss die Aufgabe derjenigen sein, die damit arbeiten. Und deshalb finde ich das auch ganz wichtig, was gerade gesagt wurde. Natürlich müssen die Use Cases von Ärztinnen und Ärzten, von nichtärztlichem Personal erarbeitet werden, unter Einbindung natürlich immer der Patienten. Weil es kann gar nicht sinnvoll sein, dass wir vom grünen Tisch jetzt sagen, das Szenario läuft von A bis B über folgende Kanäle, sondern die Patienten-Journeys müssen von den Betroffenen erarbeitet werden. Aber wir haben dafür einen Rahmen eben geschaffen. Und was ich eben auch erlebe, ist, dass sich wirklich immer mehr Ärzte für dieses Thema wirklich interessieren. Wir erleben aber auch häufig noch, das gehört auch mit zur Ehrlichkeit, doch noch Widerstand. Wir sehen das ja auch, dass sich eben 10% der niedergelassenen Ärzte eben noch nicht an die Telematikinfrastruktur angeschlossen hat. Wir sehen es eben auch daran, dass ab 01.01.2021 die Krankenhäuser verpflichtet sind, Teil der Telematikinfrastruktur zu sein. Und gleichzeitig erleben wir aber, dass viele Krankenhäuser wirklich noch in einer Findungsphase sind, was das wirklich konkret bedeutet. Und damit meine ich eben nicht die technische Frage, sondern ich meine in der Tat ganz konkret, was bedeutet das für die Prozesse? Und hier gilt der Spruch, weil wir immer über die patientenzentrierte oder die EPA-zentrierte Strategie auch reden. Culture eats strategy for breakfast. Also wir müssen viel mehr über Kultur reden. Und deshalb ist das halt ein wichtiger Prozess, Kommunikation. Wie binden wir Betroffene ein? Wie machen wir die EPA im Alltag wirklich erlebbar? Und ich glaube auch, es ist schwer, wirklich mit einem Produkt, das ich für die Arbeit nutze, Begeisterung zu empfachen. Das gehört ja auch mit zur Ehrlichkeit. Deshalb sind bestimmte Verben, Begeisterung, halt glaube ich auch immer überzogen. Aber sie müssen halt Teil des Arbeitslebens werden. Und zwar ein Teil, den ich nicht mehr missen möchte. Mich begeistert ja mein Navigationssystem im Auto auch nicht mehr. Aber trotzdem bin ich jeden Tag froh, wenn ich mal irgendwo hinfahre, wo ich noch nicht war, dass ich es habe. Und ich glaube, da müssen wir halt hin. Deshalb gehört auch Ehrlichkeit in die Diskussion, was wir erreichen wollen. Aber eben auch wirklich der Dialog und auch der wirklich sehr offene Dialog. Wer hat bereits welche Schritte auch in seinem Krankenhaus unternommen für einen Anschluss an die Telematikinfrastruktur. Und das bedeutet eben konkret ab 01.01.2021 Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als gesetzlich genannte Frist und eben das Recht des Versicherten, dass seine Daten aus der stationären Behandlung Teil seiner EPA werden. Das sind zwei Rechtsansprüche, die letztendlich gesetzlich normiert sind. Und wir erleben natürlich häufig, wenn Dinge nicht sanktioniert sind, passiert wenig. Jetzt haben wir hier eine Lösung. Wir haben eine Sanktion im Gesetz und deshalb muss hier auch eine entsprechende Bewegung in Gang gesetzt werden. Ich würde diesen Aspekt dann vielleicht auch nochmal rüberspielen zu Ihnen, Herr Bobbert. Wie nehmen Sie das denn wahr, auch in der Krankenhauslandschaft? Denn das sind dann ja Themen, die nicht die IT-Leiter in ihrem Alltag beschäftigt oder die kaufmännischen Krankenhausdirektorinnen, sondern die konkrete Arbeit, den Schritt quasi, dass dann dieser Arztbrief oder ein Befund oder irgendein anderes Dokument in die EPA kommt, das muss ja eingebunden werden in die Versorgungspfade im Krankenhaus. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie weit sind die Krankenhäuser? Reichen die verbleibenden 6 Monate noch aus?
Ob die 6 Monate nun ausreichen, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass tatsächlich im Krankenhausbereich noch erheblicher Nachholbedarf da ist. Dass auch der Ärzteschaft im Krankenhaus viele Dinge noch gar nicht so präsent ist. Wir merken gerade in den letzten 2, 3 Wochen, gerade auch über die mediale Gestaltung des Themas, dass da viel nachgeholt wird. Aber vieles, was bisher diskutiert wurde, hat man automatisch immer in den ambulanten Bereich fokussiert. Und im Krankenhausbereich ist es so nicht diskutiert worden in dem Maße, wie es eigentlich hätte sein müssen, wenn man überlegt, dass gerade aber auch ab 1.1.21 hier wichtige Daten einzuhalten sind. Deswegen ist es wirklich jetzt eine enge Zeit, 6 Monate, die genutzt werden müssen, um im Krankenhaus auch die Vorbereitungen zu treffen, damit da auch die Vorgaben gewährleistet werden. Zu dem Thema kommt auch gerade noch mal von Slido eine Anmerkung oder vielleicht auch eher ein Vorschlag, nämlich das BMG könnte doch, Herr Klose, eine große Image-Kampagne starten, die erklärt, warum Digital Health gebraucht wird und die sowohl dann Mitarbeiter in Krankenhäusern als auch Patientinnen und Patienten aufklärt. Was sagen Sie zu der Frage? Also das Thema Kommunikation ist ein ganz wichtiges und wir werden uns auch in den nächsten Wochen und auch Monaten intensiv damit beschäftigen, weil das endet ja auch nicht am 1.1.21 logischerweise, da beginnt es. Und wir laufen eben jetzt darauf zu und uns ist klar, wir müssen über das Thema Mehrwerte, Nutzen von digitalen Angeboten reden. Und ich habe es gerade gesagt, das ist eben mehr als die EPA, es sind die verschiedenen Bausteine. Und Corona hat ja auch aufgezeigt, wie wirklich Digitalisierung den Praxisalltag verändern kann. Also wir haben ja ganz tolle Erlebnisse aus einem schlimmen Moment, ist ja was Gutes erwachsen im Bereich der Digitalisierung. Und das gilt es natürlich zu bewahren, das gilt es zu verstetigen. Und genau das ist unser Ansatz. Und deshalb gilt es hier wirklich kommunikativ, gemeinsam aber mit der Gematik, mit den HIH, mit der Selbstverwaltung hier eine breite gestreute Kommunikation irgendwie auch wirklich zu beginnen, um letztendlich Akzeptanz zu fördern. Herr Klose ist mir da auch schon zuvor gekommen, denn ich hätte diese Frage natürlich gerne auch noch an Herrn Leik-Dieken gestellt. Das geht ja auch noch. Das geht aber auch immer noch, genau. Die Frage zur Kommunikation. Ja, Imagekampagne, Fernsehen, ja. Busse in Städten. Was hat die Gematik schon in... Genau, die Gematik hat für beide Runden, einmal für die Kassenrunde, einmal für die Leistungserbringerrunde, sogenannte Kommunikationsrunden gestartet. Man tagt regelmäßig bei uns. Ich glaube, im Kassenlager gab es jetzt die 6. Tagung dazu, um sogenannte Kernbotschaften zu vereinbaren. Natürlich wird jede Kasse auch nochmal variable Botschaften dazu bringen. Aber da es ja allen bewusst ist, dass praktisch heute noch keiner in Deutschland weiß, dass morgen eine EPA kommt, war uns eben ganz wichtig, dass wir klar machen, dass wir uns da nicht verlaufen in Missverständnissen. Ja. Gegenüber der Ärzteschaft übrigens noch viel, viel mehr, weil das Wort Akte bei allen Ärzten, mit denen ich spreche, die noch nie die EPA gesehen haben, vollständige Fehlassoziationen hervorrufen. Und die wollen wir rasch ausräumen. Daher arbeiten wir mit kommunikativem Material. Sie haben vielleicht gesehen, es gibt einen YouTube-Kanal der Gematik, bei dem Sie jetzt Instruktionsvideos sehen können. Das HIH unterstützt uns ja ebenfalls mit sehr vielen Botschaften dabei. Und wir haben da aber kein Budget in der Gematik, um die Bundesrepublik zu erreichen. Das heißt, hier müssen wir uns darauf verlassen, dass andere im Gesundheitswesen, die Krankenkassen und andere Sektoren, dann Budget bereitstellen. Wir können nur Kernbotschaften mit ihnen herausarbeiten und in unserem Sprengel der engeren Kreise sozusagen auch ausreichend für Aufklärung sorgen. Denn es muss aufgeklärt werden bei Patienten und es muss viel Missverständnis ausgeräumt werden bei Ärzten. Und da sind wir glücklicherweise mit beiden Gruppen sehr, sehr stark unterwegs. Also wir alle glauben ja, dass die EPA, ob im ambulanten Sektor oder im stationären, also auf jeden Fall patientenzentriert, dann erfolgreich ist, wenn Ärzte sie verstehen und befüllen, genau. Und vor allem Patienten sie aber auch nachfragen. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen zum Thema Krankenhaus, weil deswegen sind wir angetreten und das ist gleich schon wieder vorbei in unserem Krankenhaus-Summit. Wir alle wissen wahrscheinlich aus schmerzhafter Erfahrung, Herr Bobbert am meisten, dass das digitale Erleben eines Krankenhausarztes oder einer Pflegekraft im Krankenhaus ein ganz anderes ist als das digitale Erleben, das wir alle kennen, wenn wir zum Beispiel unser Navigationssystem bedienen oder wenn wir E-Banking machen oder uns sonst irgendwie in der digitalen Welt oder vor unserem Fernseher bewegen. Also was dort Ärzten und Pflegekräften zugemutet wird, ist so undigital wie, ich glaube, in keiner anderen Branche. Und die Schlussfrage ist ja auch, kann eine EPA-zentrierte Strategie dazu führen, dort auch einen Hub ins Krankenhaus zu bekommen? Und daher vielleicht mal wieder eine Frage in die Runde, die mir allen stellen kann, aber beginnend bei Herrn Bobbert.
was würden Sie sich am ehesten wünschen, zusätzlich zum Notfalldatensatz, aber was Sie aus einer EPA konsumieren können und vielleicht auch wieder reingeben, vice versa, um digitaler zu werden in Ihrem Arbeitsalltag? Was sind die nächsten Schritte und Inhalte für eine EPA aus Sicht des Krankenhauses? Ohne jetzt direkt ein Beispiel zu nennen, weil ich glaube, das ist so offensichtlich, dass man natürlich eine EPA nutzen möchte, um Informationen zu haben, auch sofort am Krankenbett die Informationen zu haben, um leichter an Informationen zu bekommen, diese auch besser zu verarbeiten. Was ich mir in dem Prozess jetzt auch bei der Implementierung der EPA in die Krankenhausstruktur wünschen würde, ist, dass wir aus der Vergangenheit der letzten 2-3 Jahre gelernt haben und wissen, dass bei der Implementierung der neuen Anwendungen wir immer auch gleich die Ärzteschaft, aber auch die Pflege mit im Boot haben. Dass nicht die ITler sozusagen für die Ärzteschaft entscheiden, was sinnvoll ist oder was sie glauben sinnvoll sein soll, um das dann zu implementieren und in die entsprechende Software hineinzubauen, sondern dass quasi an beide diese Parallelwelt zwischen IT und Ärzteschaft aufgehoben wird und beide zusammen die Implementierung vollziehen. Weil nur so können wir, denke ich, erfolgreich die EPA oder andere Applikationen im Krankenhaussystem einsetzen und dann letztendlich auch die Ärzteschaft überzeugend für die digitale Medizin zu gewinnen. Ich glaube, wenn wir einig sind in etwas, ist, dass wir uns tatsächlich Gelder sparen können für Imagekampagnen, weil in der digitalen Welt wissen wir doch, bei der Anwendung von digitalen Anwendungen braucht man keine große Image-Kampagne. Bei der ersten Anwendung wird sofort entschieden, ist es sinnvoll oder nicht? Ist es selbsterklärend oder nicht? Und das ist natürlich auch in der Medizin so. Eine Anwendung in der Medizin, die erst eine langwierige Überredung und Erklärung bedeutet, ist schon eine schlechte Anwendung. Und da müssen wir einfach einfachere Schritte gehen, auch in der Medizin. Und dementsprechend diese Image-Kampagne brauchen wir nicht. Wir brauchen aber klügere Strategien bei der Implementierung der digitalen Anwendung in der Medizin. Das ist die beste Image-Kampagne, die man dafür machen kann. Okay. EPA-Inhalte und Strategien müssen selbsterklärend sein, sodass der Nutzwert direkt beim Arzt ist. Unterschreiben Sie das, Herr Klose? In jedem Fall. Ich würde nur sagen, das eine ersetzt das andere nicht unbedingt. Man muss ja erstmal Neugierde wecken, damit sich Menschen damit beschäftigen. Und wir erleben in der Tat an vielen Stellen noch im Bereich der Ärzteschaft doch eine Skepsis. Und das bedarf dann schon mal ein Erklären. Und deshalb Image bedeutet ja auch, ich setze mich damit auseinander, ich schaue mir das an. Weil ich finde es echt schwierig, dass wir viele Diskussionen haben, dass eben die Akte ein unkoordinierter, unstrukturierter Haufen an Informationen ist, den man nicht filtern kann, nicht strukturieren kann. Und das stimmt halt alles gar nicht. Ich habe keine strukturierten Daten, aber ich habe auf Metaebene natürlich eine Struktur. Ich kann mir sagen, ich filtere mir alle Entlassberichte. Ich filtere mir nur die Dinge, die von Krankenhäusern eingestellt wurden, die von Ambulanten eingestellt wurden, die in den letzten 3 Monaten eingestellt wurden. Das kann ich alles machen, so wie ich es halt in der Tat auch von anderen Angeboten außerhalb des Gesundheitswesens kenne. Und wir sind aber immer in so einer Kommunikation, das ist die digitale Aldi-Tüte. Und deshalb haben wir ja eben eine Image-Kampagne auch auf der anderen Seite, eben wo wir gegen Widerstände kämpfen. Und aus meiner Sicht müssen wir eben deshalb schon auch dafür sorgen, dass Digitalisierung eine gewisse Neugierde geweckt wird, ein Interesse geweckt wird. Das heißt nicht, dass ich das Produkt wirklich umarme und dann auch liebe. Das muss das Produkt selbst. Und in der Tat, Steve Jobs hat das perfekt vorgemacht. So ist größer, so ist kleiner, so ist weiter. Und so muss auch eine EPA relativ einfach funktionieren. Zumindest das, was wir uns von den Krankenkassen angeschaut haben, das geht komplett in die richtige Richtung. So wie die Gematik das spezifiziert hat, das kann man sich ja auch im Demonstrator bei der Gematik anschauen. Und da würde ich auch jeden Arzt, jede Organisation einladen, sich das mal anzuschauen, um zu sehen, was überhaupt alles geht. Weil da geht schon ganz viel. Das ist halt auch genau unter diesem Motto zu sehen, ich kann damit gut arbeiten. Und ich muss es aber erstmal verstehen. Und deshalb hier ganz klar, wir müssen darüber informieren, was wir wollen, auch was die Zielstellung ist. Und das meine ich mit Image. Es geht nicht darum, das einzelne Produkt zu bewerben, aber zu verstehen, was ist Digitalisierung, warum tun wir das alles? Also die klassischen W-Fragen auch zu adressieren. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Bewerben nein, aufklären ja. Das machen wir auch gemeinsam am 14.8. mit der KV Nordrhein, wo wir genau das nicht wollen. Wir glauben auch, dass das keine gute Idee ist für das Publikum in der Ärzteschaft, die den quasi Heizdecken oder EPAs oder irgendwas anderes zu verkaufen, aber auf Augenhöhe darüber zu diskutieren, was das kann, wie das funktioniert, ist da wahrscheinlich ein interessanter Weg. Ecki?
Wir sind eingestiegen heute, wir haben jetzt knapp 3 Stunden über die Digitalisierung von Krankenhäusern gesprochen, haben es jetzt am Ende erweitert um die Frage, braucht es eine EPA-zentrierte Versorgungsstrategie? Wir haben heute viel gehört, was in eine Richtung ging, die ich mal so interpretieren möchte, dass wir natürlich mehr Digitalisierung im Krankenhaus benötigen, dass wir Cloud-Strategien im Krankenhaus benötigen und ehrlicherweise ist eine TI-basierte EPA, die Menschen auf ihren Telefonen konsumieren und in Arztpraxen geben, eine Cloud-basierte Akte, die wir tatsächlich mit uns rumtragen und konsumieren können. Und die Frage ist, kann uns das nicht im Krankenhaus weiterbringen, um auch die Krankenhäuser erfolgreicher zu digitalisieren? Und wären das nicht Messpunkte tatsächlich, an denen wir auch die Förderung durchführen könnten? Da wird es dann rund. Deswegen nochmal die Schlussfrage, auch nochmal ganz digital gestellt und vielleicht beginnen bei Ihnen, Herr Leitgeben. Wir haben keine niedergeschriebene komplette Versorgungsstrategie für Healthcare im Gesundheitsbereich in Deutschland. Aber ist die EPA im Kern der Dreh- und Angelpunkt von Versorgung und Dokumentation? Ja, also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die EPA sozusagen der Hafenpier für alle Schnellboote in der Digitalisierung wird, wo alle wieder andocken werden und irgendwas mitnehmen oder irgendwas abladen werden. Und ich will da mal noch was ganz anderes aufmachen. Der Arztberuf ist ein wunderschöner Beruf, weil er steht vor dem Menschen als einem 30 Billionen Zellen biologischen Geschehen, bei dem wir vieles wissen, aber offen gestanden uns auch zugeben müssen, dass wir vieles nicht wissen. Ja? Wie Molière in seinen Stücken sich früher über Adelasse und Klistiere lustig gemacht hat, wird man in 100 Jahren über die Therapie, die wir jetzt einsetzen, auch ebenfalls schmunzeln. Und das müssen wir uns auch als Ärzte gewahr bleiben. Das heißt, die EPA ist auch als Wissensschritt nach vorne, die Digitalisierung als Antwort auf 30 Billionen Zellen mit 30 Billionen Bits sozusagen, ist eine ganz wichtige Thematik für alle Mediziner, die, glaube ich, neben dem täglichen Dasein und praktischen Nutzen auch nochmal erkannt werden muss, dass wir damit in eine ganz neue Dimension kommen. Im Zeitalter, wo wir Signalketten schon im Zellkern mittlerweile aufschlüsseln können, müssen wir diese Zusammenhänge besser. Wir müssen ganz viele Territorien, die noch unbeleuchtet sind in der Medizin, aufleuchten lassen. Das werden wir alleine durch Double-Blind Randomized Trials nicht schaffen. Ja, und deshalb, glaube ich, ist die EPA für vieles, was wir noch erleben werden, der wichtige Hafenpier, an dem alle anderen sozusagen immer wieder sich Bezug nehmen werden. Auch, weil es eben nicht nur die Akte ist, sondern weil es ein biologischer Fonds ist von Dingen, die ich in meinem Leben lang aufschreibe, damit ich später, wenn ich eine Erkrankung kriege, auch 10 Jahre zurückgucken kann, was hat das möglicherweise damit zu tun. Bei einer Autoimmunerkrankung wissen wir ganz klar, das Geschehen lag Jahre davor zurück. Und häufig tappen wir noch immer im Dunkeln, was es denn eigentlich war. Großartig. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir am Ende dieses Panels dem Vertreter der Ärzteschaft das letzte Wort überlassen, weil wir wollen ärztezentriert sein, wollen etwas für Ärzte machen, damit sie die Gesundheitsversorgung verbessern. Gibt es noch etwas, was Sie loswerden wollen, Herr Bobert? Wenn wir über die EPA reden, glaube ich, auch auf Ihre Frage hin. Ja, die EPA ist ein zentrales Element der digitalen Medizin. Und es wird doch extrem spannend sein. Und die Medizin ist ein spannendes Element. Es wird extrem spannend sein, wie sich die EPA dann entwickeln wird. Und die EPA von heute wird nicht die sein, die wir in 5 Jahren haben werden. Und da ist meine Einschätzung, meine feste Überzeugung, dass die Ärzteschaft von heute eine sehr, sehr neugierige ist, eine offene ist und genau diese digitalen Anwendungen zukünftig so fördert, dass sie einen erfolgreichen Weg darstellen wird. Herr Klose, unterstreicht das? Ich unterstreiche das in der Tat. Ich finde das auch hervorragend, wenn es wirklich so ja feurig vorgetragen wird, dass die Begeisterung ja hier echt zu spüren ist. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Und wenn das die Wahrnehmung ist, die wir ja im BMG auch häufig erleben, aber wir haben natürlich immer so ein bisschen die rosarote Brille auf, weil uns im BMG die Dinge halt häufig deutlich schöner vorgestellt werden, als sie dann in der Realität sind. Und natürlich erleben wir sehr selten dann mal den direkten Kontakt wirklich mit den Ärzten draußen, wo uns Dinge deutlich kritischer auch vorgestellt werden. Deshalb finde ich es jetzt gut. Sie kennen die Ärzte viel, viel besser als wir im BMG und ich finde das wunderbar. Wir freuen uns auf die Zeit ab 1.1.21 und ich sehe das allerdings als wirklich Ausgangspunkt. Und die EPA hat halt einen Nachteil, der Begriff Akte ist schon schwierig. Das muss man ja dazu sagen. Am Ende ist die EPA eine Plattform. Und letztendlich ist die Plattform letztendlich das, was die ganzen Zugänge in das Gesundheitssystem letztendlich dann auch mitsteuern kann für den Patienten.
Und das muss man halt als positiven, glaube ich, Ausgangspunkt auch so zukünftig betrachten, dass es nicht darum geht, nur Dinge zu dokumentieren, sondern es geht wirklich darum, Wege aufzuzeigen, gemeinsam mit den Behandlern und den Patienten halt dann den Pfad durch das Gesundheitswesen zu steuern. Wunderbar. Mit dieser positiven Emotion müssen wir, glaube ich, tatsächlich schließen. Es ist 17.03 Uhr und der Hub ist bekannt dafür, pünktlich zu enden. Wir sind deswegen um 14.03 Uhr angefangen und hören um 17.03 Uhr tatsächlich auf. Also erstmal danke auch an dieses letzte Podium, das das gleiche Problem hatte wie die Podien davor. Wir hätten sehr, sehr viel länger sprechen können. Vielleicht nochmal in Zusammenfassung der gesamten Veranstaltung der letzten 3 Stunden, die großartig waren, Spaß gemacht haben, geht der Dank an die Technik. Die sehen Sie nicht, die sitzen da hinten. Das sind auch nicht die, die dafür verantwortlich waren, dass der Stream abgerissen ist. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, die das hier alles möglich gemacht haben, denen danken wir natürlich auch, die man eben auch gerade nicht sehen kann. Wir haben gesehen, wir brauchen mehr Digitalisierung in Krankenhäusern. Wir brauchen cloudbasierte Systeme, mit denen man Standardisierung tatsächlich machen kann. Und wir müssen uns sehr genau überlegen, wie wir Endpunkte finden, mit denen wir auch das Geld verteilen, sodass sie zum Beispiel EPA-zentriert wirken und vor allem beim Patienten ankommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen müssen und in den nächsten Monaten, Herr Ludewig sagte Wochen, der hat richtig aufs Gas getreten, dann auskleiden, sodass wir tatsächlich weiterkommen beim Thema Digitalisierung der Krankenhäuser. Julia. Ja, was soll ich da jetzt noch großartig anschließen? Also herzlichen Dank an alle, auch hier jetzt für die letzte Diskussionsrunde. Da kamen auch viele Punkte auf, die noch sehr stark auf Slido diskutiert wurden, wie die Agilität in der Entwicklung, das Einbeziehen der Therapeutinnen und Therapeuten, aber auch anderer Berufsgruppen, Einbeziehen der Pflege natürlich. Ich glaube, damit spreche ich Ihnen auch aus der Seele, nehme ich an, denn das ist ja eine Teamarbeit auch im Krankenhaus. Und ich glaube, es zeigt, dass da die Krankenhäuser sich auf einem sehr, sehr spannenden Weg machen und wir gespannt darauf sind, den gemeinsam zu gestalten. Wir haben jetzt vielleicht noch einen letzten kleinen Werbeblock. Seien Sie, wenn Sie möchten, nächste Woche Donnerstag bei uns. Da sprechen wir nämlich über die DIGAs, über die digitalen Gesundheitsanwendungen und darüber, wie die wie die verordnet werden und verschrieben werden durch Ärztinnen und Ärzte und genutzt werden. Also stay tuned, wenn Sie nichts vorhaben, nächste Woche Donnerstag. Und in diesem Sinne ein ganz herzlicher Dank an Sie alle. Wir sehen uns wieder. Das war sicher nicht der letzte Summit zu dem Thema. Tschüss. Danke. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.